HSV, wir müssen reden. Der Abendblatt-Podcast rund um den Hamburger Sportverein. Moin und herzlich willkommen zur 68. Ausgabe von HSV, wir müssen reden. Heute ist wieder mal Montag, der 11. Januar. Und bei uns in der Zoom-Leitung begrüße ich zum einen meinen Dauerkollegen Henrik Jakobsen. Moin Henrik. Moin Kai, grüß dich. Und zum anderen begrüßen wir einen ganz wunderbaren Gast, mit dem wir natürlich ein bisschen über den HSV reden können. Wir können aber auch ein bisschen über Osnabrück reden und wir könnten auch ein bisschen über Musik reden. Und deswegen haben wir aus aktuellem Anlass die entsprechende Vorstellung unseres Gastes, übernehmen dann netterweise die Jungs von Fettes Brot. Hallo Bielefeld, hier ist Fettes Brot und das hier ist für euch. Lasst die Finger von Ovo Moyela, lasst die Finger von Ovo Moyela. Alle Fans, I know, today is the Finger von. Lasst die Finger von Ovo Moyela, lasst die Finger von Ovo Moyela. Ja, und wir haben uns natürlich nicht an die Aufforderung gehalten und die Finger nicht von Patrick Ovo Moyela gelassen. Deswegen erstmal herzlich willkommen bei uns im Podcast. Patrick Ovo Moyela. Moin, moin. Ja, moin, moin und vielen Dank für die Einladung erstmal und auch für das nette Intro an die Jungs von Fettes Brot. Ja, hast du wahrscheinlich schon das ein oder andere Mal noch gehört in deiner Karriere, seit das damals passiert ist. Ich bin mir jetzt gar nicht so sicher, aber ich glaube ja, so ein, zwei Mal bin ich damit schon konfrontiert worden. Ja. Es wird sich jetzt sicherlich vielleicht der eine oder andere fragen, warum wir dich eingeladen haben als eigentlich Vertreter von Borussia Dortmund bei uns im HSV-Podcast. Aber was natürlich vielleicht viele nicht wissen, du bist ja zum einen gebürtiger Hamburger und hast dann eine sehr erfolgreiche Profikarriere noch bei der zweiten Mannschaft des HSV ausklingen lassen. Du hast auch deine Profikarriere begonnen beim kommenden HSV-Gegner VfL Osnabrück und hast dabei auch zusammengespielt mit dem heutigen HSV-Trainer Daniel Thun und ihr seid seitdem gut befreundet. Von daher gibt es natürlich genug Themen, über die wir heute sprechen können. Aber Kai hat es schon angedeutet. Wir wollen mit der Musik einmal anfangen und wir haben gerade schon musikalisch gehört, König Boris. Und bevor wir darüber noch sprechen, hat er auch noch eine Frage an dich. Moin Ovo, hier ist König Boris. Folgende Frage. Hast du damals in Bielefeld, als die Fans inspiriert von unserem Song Lass die Finger von Emanuela, Lass die Finger von Ovo Moyela sangen, das eigentlich mitbekommen? Und wenn ja, was war das für ein Gefühl für dich? Ich hoffe, dir geht's gut. Liebe Grüße. Ciao. Ja, mir geht's gut. Danke. Und schöne Grüße erstmal zurück. Nicht nur an König Boris, sondern natürlich auch an die Jungs der Truppe. Ich habe das natürlich mitbekommen damals. Und das Lied war ja sowieso ein totaler Ohrwurm zu dem Zeitpunkt, auch in hoch und runter im Radio. Das hat man natürlich dann auch erkannt, als die Fans das dann benutzt und umgedichtet haben. Und erstmal fühlte ich mich sehr geehrt, insbesondere natürlich dann als Fettes Brot das selber nochmal im Studio da bei 1 Live, also dem jungen Sender des WDRs quasi, selber eingesungen hatten nochmal. Das war unfassbar und war eine totale Ehre, also ist immer noch für mich eine totale Ehre. Und ich habe das total abgefeiert, muss ich ehrlich sagen. Also ich habe das Lied, da haben natürlich dann auch alle Spatzen, ich sage jetzt mal in Bielefeld, von den Dächern gepfiffen. Und immer, wo ich hinkam, wurde ich damit quasi begrüßt. Also da haben sie schon etwas ausgelöst. Aber es war eine total schöne Sache und auch eine schöne Erinnerung immer noch für mich. Und war ja dann so ein bisschen auch eine Verbindung zwischen mir und Fettes Brot, wobei König Boris, glaube ich, war in der Stufe meines Bruders auf der gleichen Schule, wo ich auch war in Hamburg. Und also ein bisschen, ich weiß nicht, drei Stufen über mir auf jeden Fall. Da hatte ich eh immer schon so das Gefühl, ich bin ganz nah dran an Fettes Brot, so, und auf einmal singen sie meinen Namen. Also das war dann schon irgendwie, war schon ganz cool. War ja dann, oder ist ja eine der erfolgreichsten Bands so gewesen, aus Hamburg sowieso, aber ich glaube im Sprechgesang, im modernen Sprechgesang überhaupt in Deutschland. Ja, 15 Jahre ist das Ganze jetzt mittlerweile her. Das kommt dann irgendwie so ein bisschen vor, als wenn man das jetzt nochmal hört, als wenn das gestern gewesen wäre. Bist du noch mal danach immer mal wieder auch auf Konzerten von den Jungs gewesen oder hat es sich dann auch mit der Verbindung nur mit dem Song und der Schule? Nee, auf Konzerten war ich tatsächlich nicht. Ich bin nicht ganz sicher, auf welchem Festival sie aber aufgetreten sind, wo ich war. Dann gab es eine nette Geschichte. Da haben die Jungs von Fettes Brot
was war denn das? Das war in Hamburg in der Nähe der vom ich sag jetzt mal hier, wie heißt denn das, Heiligen Geistfeld. Da gab es eine Veranstaltung, das war irgend so eine Bühnengeschichte, wo ich mit ein paar Ex-Paulianer-Spielern und einem ehemaligen Trainer oder auf der Bühne saß. Es war eher so eine Talkshow, so eine Jahresshow, auch so ein bisschen lustig gemacht. Und da hat das Fettes Brot die Bar gemacht. Also die waren da tatsächlich am Ausschenken. Da haben wir uns nochmal gesehen und auch danach zusammen ein Bierchen getrunken in einer dunklen Spielunke da in der Nähe der Feldstraße. Wo noch? 1Live Krone, also der große Radiopreis hier vom WDR auch wieder, von 1Live im Westen. Da waren die Jungs dann auch ein paar Mal, da hat man sich getroffen und dann auch mal ein Bierchen an der Bar geholt. Also über die Wege gelaufen sind wir uns ein paar Mal, aber auf dem Konzert war ich nicht. Nur auf dem Festival, wo sie aufgetreten sind. Aber es ist immer Party, auf jeden Fall. Du warst damals ja schon 25 Jahre alt und hast, ja, deine Profikarriere war gerade so, ja, du warst in aller Munde, bist Nationalspieler dann geworden in Bielefeld und hast aber ja dann vorher und nachher auch noch bei dem einen oder anderen Profi- und Amateurclub gespielt. Da werden wir auf jeden Fall auch heute noch ein paar schöne Geschichten hören. Zum Anfang wollen wir aber jetzt über den kommenden Gegner Osnabrück sprechen. Da ist deine Karriere ja sozusagen gestartet, kann man denke ich so sagen. Und du hast Daniel Thun kennengelernt, den HSV-Trainer. Und ihr seid ja seitdem eng befreundet. Vielleicht kannst du mal erzählen, wie diese Freundschaft dann entstanden ist. Und du bist ja, glaube ich, sogar auch Patenonkel von seinem Sohn, richtig? Richtig. Danny habe ich in Osnabrück kennengelernt. Ich war damals, als ich nach Osnabrück gegangen bin, das muss ich überlegen, es war 2001, ich war also noch 21, als ich da angekommen bin, relativ ich bin jung und auch habe davor beim Lüneburger SK zwar schon 3 Jahre in der dritten Liga gespielt. Osnabrück war auch dritte Liga zu dem Zeitpunkt, damals noch Regionalliga. Ich glaube, es war gerade zweigleisig geworden, die Regionalliga. War dann aber schon so, da Osnabrück auch Zweitliga-Absteiger war zu dem Zeitpunkt, schon der nächste Schritt für mich und so ein Schritt in Richtung richtig Profifußball. Und Danny war Kapitän. Also ich kam dahin und kannte ihn eigentlich nur als Gegenspieler eben. Und man hat sich auch als Gegenspieler natürlich schon das ein oder andere Mal auf dem Platz getroffen und unterhalten, aber nicht viel. Hat sich dann aber auch gleich meiner angenommen. Als Kapitän hat er da einen riesen Job gemacht. Ich weiß gar nicht, ist ja ein bisschen älter als ich, war halt schon ein bisschen weiter und ein bisschen erfahrener auch im Profibereich. Und hat sich meine angenommen, hat mich auch in Osnabrück da so ein bisschen an die Hand genommen, hat mir gezeigt, wo man essen gehen kann, wo man einfach abhängen kann, wo die Stadt oder was, wo in der Stadt ist und so weiter und so fort. Also auch das Private hat er mir so ein bisschen beigeholfen. Auch in der Abendgestaltung das ein oder andere Mal unter die Achseln gegriffen. Und so hat sich da eine Freundschaft entwickelt. Also es war dann nicht nur mein Kapitän, es war ja nur ein Jahr, also wir haben nur eine Saison zusammen gespielt, aber war halt eben nicht nur der Kapitän der Mannschaft, sondern eben ist dann zu einem Freund von mir geworden und haben seitdem Kontakt. Ihr habt es gesagt, ich bin Patenonkel seines Sohnes, der natürlich auch ein riesen Fußballfan ist, geprägt von seinem Vater wahrscheinlich. Und dann eben auch hat er auch so ein bisschen mitbekommen, was ich gemacht hat, war also an meinen Stationen dann auch immer mich besuchen und hat Spiele geguckt und durfte auch schon mal in den Katakomben den FC Barcelona ganz nah erleben, jetzt bei Champions League spielen. Also es gab dann durch die... Bitte? Der Papa oder der Sohn oder beide? In die Katakomben der Sohn. Wollte dann nicht komplett alle mitnehmen, aber der Yoshi habe ich mitgenommen. Der stand auch schon mal bei einem, da war ich schon nicht mehr Spieler, war ich Sky, war ich im Sky-Interview am Spielfeldrand, glaube ich. Und da stand Yoshi dann bei mir und war im Fernsehen zu sehen und da war er noch ganz klein oder noch deutlich kleiner auf jeden Fall als jetzt. Also er hat viel dann Fußball auch auf der Bühne erleben können und ich glaube, irgendwann hat er sich dann eben gewünscht, dass ich auch sein Patenonkel werde und dem sind wir danach gekommen. Und so sind wir halt immer noch verbunden, räumlich zwar getrennt und kriegen es nicht ganz so viel hin, insbesondere natürlich im letzten Jahr aufgrund der Situation nicht so oft hin, uns persönlich zu sehen, aber telefonieren das ein oder andere Mal und haben halt diesen Kontakt jetzt seit 19 Jahren gehalten, jetzt fast 20 Jahre. Wann habt ihr euch denn das letzte Mal gesehen, also du und Danny, wie du ihn nennst? Ja, persönlich. Wann habe ich ihn das letzte Mal persönlich gesehen? Jetzt muss ich nachdenken. Boah. Ich glaube, das war tatsächlich noch
da war er noch bei Osnabrück Trainer und ich war im Stadion. Also es muss ja 2019 dann gewesen sein. So ungefähr. Könnte auch 2020 noch gewesen sein. So lange ist er ja noch gar nicht in Hamburg. Ja, das stimmt. Aber es geht ja um die Pandemie und Zuschauer im Stadion. Mhm. Und das war ja ab März 2020 schon gar nicht mehr möglich. Und ja. Ich glaube, das war noch in 19. Ich bin mir aber, also so genau kann ich das nicht sagen. Tatsächlich ist es eine Weile her. Ich weiß gar nicht, vielleicht danach oder war. Nee, wir hatten einen, stimmt, ich war in Osnabrück tatsächlich. Wir haben gemeinsame Freunde, nicht viele aus Osnabrücker Zeiten, jetzt nicht viele, aber und da gab es so ein Essen und ich glaube, da war ich einmal da und da habe ich ihn auch gesehen. Quatsch, jetzt weiß ich es genau. Es war Halloween, es war so rum. Ich muss erst mal sortieren. Es war Halloween. 2019 der Geburtstag von Joshua, seinem Sohn. Und, jetzt wollen wir natürlich wissen, als was bist A, du gegangen, B, es war Joshua kein Halloween. Und C, nee, es, C, war kein, es war keine Halloween-Party, sondern ich bin da unverkleidet aufgetaucht. Aber da war ich auf jeden Fall da und leider im letzten Jahr dann nur per Telefon dran teilgenommen und sowas. Aber das war, ich glaube, das muss so ziemlich das letzte Mal. Es ist schon ein gutes Jahr her, dass wir uns von Angesicht zu Angesicht gesehen haben. Wir waren da sehr, sagt man das, pflichtbewusst mit Abstand halten und nicht treffen. Sehr, aber mit Zoom und sowas geht das ja alles auch anders. FaceTime. Sehr, sehr löblich auf jeden Fall. Jetzt bist du gebürtiger Hamburger, ich habe gerade schon gesagt, hast du jetzt dann, guckst du ein bisschen genauer hin beim HSV, seitdem Daniel jetzt da Trainer geworden ist? Ja, klar. Also das habe ich in Osnabrück natürlich auch. Es sind dann ja auch immer irgendwie, oder es sind dann in dem Fall Dennis Vereine ja auch Vereine, die mich irgendwie interessieren. Einerseits, weil ich da selbst gespielt habe und weil er eben Trainer ist. Und Hamburg eben auch, weil er der Trainer ist und weil es meine Heimatstadt ist, ich so ein bisschen da gespielt habe jetzt, wobei ich sagen muss, also Profimannschaft habe ich beim HSV ja nicht stattgefunden. Aber trotzdem guckt man dann natürlich dahin, erst recht seit er an der Trainerlinie steht und schau mir an, was er da so macht, ob man eine Handschrift erkennt oder wie auch immer. Und da muss ich schon sagen, da hat man dann Augenmerk drauf. Und die Jahre davor war ich auch, ich glaube, ein oder zweimal nur im Osnabrücker Stadion, also nach 2002, wo ich selber als Spieler weg bin, bis, ich glaube, wann hat er da übernommen, 17, 18, war ich ein oder zweimal im Stadion und das waren dann zu irgendwelchen großen Pokalspielen oder sowas. Und danach war ich dann halt auch ein paar Mal da, um ihn live bei der Arbeit zu sehen, so ungefähr. Ganz so oft nicht, weil ich oft selbst arbeiten muss, wenn Spiele sind, durch Kommentieren und so weiter. Aber das bringt einem das Ganze natürlich wieder näher und macht den Anlass zu einem noch schöneren, da mal wieder hinzufahren. Mhm. Du hast die Handschrift ja gerade schon angesprochen. Du guckst ja sehr viele Fußballspiele auch für Borussia Dortmund als Fußballexperte insgesamt. Wenn du den HSV guckst mit Daniel Thun, erkennst du da schon eine Trainerhandschrift von ihm? Ja, ich glaube schon, dass das alles sehr, sehr strukturiert ist. Und das ist gar kein, also das ist oft negativ behaftet, so strukturiert. Nee, ich finde nicht. Also man erkennt da eine Handschrift, sie haben natürlich extrem spielen Ballbesitzfußball, aber sehr attraktiven Fußball. Sie wollen ja nach vorne spielen, ne? Und das ist recht zielstrebig, haben eine finde ich, wahnsinnig spannende Mannschaft auch dafür. Und er kriegt es gut hin mit der Truppe. Also der Zwei-Punkte-Schnitt, den sie ja jetzt momentan innehaben, spricht natürlich einiges dafür. Hatten jetzt so ein kleines Loch nach einem sensationellen Start auch, haben sie jetzt so ein kleines Loch mal gehabt oder erlebt und sich da jetzt auch wieder rausgekabbelt. Und ich glaube, man sieht schon, was er da verändern will. Das ist jetzt keine Mannschaft, die im Sommer aus dem Vollen schöpfen konnte und irgendwelche potenziellen Erstligaspieler überall geholt hat, aber doch die Verpflichtung und die Spieler drin hat, die's Daniel eben auch erlaubt, seinen Stil zu spielen und gepflegten Fußball, Offensivfußball auch zu spielen. Und wenn man da noch einen Stürmer hat, der ständig trifft, dann sieht das Ganze am Ende ganz gut aus. Und wichtig ist natürlich, gerade beim HSV, und das weiß ich selber, auch wenn ich nur kurz da war, die Ergebnisse einzufahren und möglichst schnell in Richtung erste Liga zu marschieren. Alles andere, dann wird sehr turbulent und windig in Hamburg. Da ist er auf einem guten Weg. Da freue ich mich drüber. Stichwort gepflegt. Wir haben natürlich Daniel auch gebeten, uns eine kleine Grußnachricht an dich zu schicken. Und er hat eine Frage an dich, eine sehr haarige Frage. Moin Ovo, natürlich
darf eine Frage von mir nicht ausbleiben. Ich hatte ja auch das Vergnügen, vor ein paar Tagen bei den Kollegen vom Abendblatt zu sein. Und jetzt wünsche ich dir natürlich dort auch sehr, sehr viel Spaß. Und meine Frage an dich, oder vielmehr Geschichte, die uns verbindet. Im Sommer sind es 20 Jahre, dein Wechsel nach Osnabrück. Wir haben, glaube ich, sehr viel Zeit miteinander verbracht. Und ich erinnere mich so an unser DFB-Pokalspiel. Wir haben Rostock geschlagen. Du hast ein sensationelles Tor geschossen. Und das ganze Stadion hatte ich gefeiert, glaube ich, eigentlich weniger wegen des Tores, sondern wegen deiner Frisur vielmehr. Und sie haben alle laut halt Shaggy gerufen. Und ja, Haare, das ist mein Stichwort. Wir haben ja auch mal versucht, deine Haarpracht in eine etwas andere Ordnung zu bringen. Und vielleicht magst du ja mal erzählen, wie angenehm es sich doch anfühlt, wenn man versucht, Haare zu entkrausen. Ja. Oha, eine sehr, sehr haarige Frage von Daniel Thiem. Vielen Dank. Ja, also erstmal wirklich schöne Erinnerung, gerade an das Pokalspiel. Das war ja dann auch ziemlich zu Beginn meiner Zeit in Osnabrück, und in der Tat haben wir den damaligen Erstligisten Hansa Rostock rausgeschmissen in einem, wie ich finde, von uns allen sensationellen Spiel, wo ich auch so ein bisschen auftauchen durfte, hat Danny ja erwähnt. Großartige Erinnerung, ja, und eine ganz starke Erinnerung. Ich hatte damals oft nicht so lange Haare wie jetzt, und habe mir aber oft so Cornrows flechten lassen. Damals war Shaggy eben auch in der Musik ganz groß. Der hat dann auch in einigen Videos diese Frisur gehabt. Deswegen der Spitzname Shaggy, der ist dann tatsächlich da in Osnabrück auch entstanden zu der Zeit. Was Danny aber meint, ist, wir haben versucht, meine Haare zu glätten. Ich weiß nicht warum. Danny hat ja auch das öfter gemacht. Der hat nicht ganz so krauses Haar wie ich, aber er hat sie auch immer geglättet damals. Und das wollte ich eigentlich auch mal, oder das wollte ich machen. Und da hat er mir bei geholfen. Wie gesagt, er war der Ältere, der Erfahrenere von uns beiden. Das Dumme, was passiert ist, wir haben das Zeug zu lange drin gelassen. Und das ist ein recht aggressives Zeug und fing dann wahnsinnig an zu brennen auf meiner Kopfhaut und hat dafür so ein paar Verbrennungen und Entzündungen gesorgt, die man natürlich unter den Haaren nicht sehen konnte, ich aber deutlich gespürt habe. Ein bisschen Haarverlust war auch dabei, den ich auch verkraften konnte. Aber wir haben herzlich drüber gelacht, weil ich einfach sagte, na, das funktioniert schon. Also die werden schon noch glatt, lass mal noch ein bisschen drin, so ungefähr. Und ja, ich war kurz vor dem Gesamtverlust meiner Haarpracht und wäre dann wahrscheinlich heute nicht als der ich bin, bekannt mit der Frisur, sondern als Glatzenträger, weil ich nur noch Narben auf dem Kopf hätte. Also es war kurz vor knapp, aber am Ende haben wir viel drüber gelacht, nachdem dann die Wunden am Abheilen waren, so ungefähr. Ja. Ja, sehr schöne Geschichte. Ja. Auf jeden Fall gute Anekdote, die Daniel Thiem ja nochmal ausgegraben hat. Ja. Euer Trainer damals war Jürgen Gelsdorf. Hat er das mitbekommen? Was hat der dazu gesagt? Weiß ich gar nicht. Wie gesagt, ich habe damals ja, ich kam, glaube ich, mit, ich bin mir nicht sicher, ob ich mit den Zöpfen ankam. Dann waren sie offen. Dann habe ich sie mal blond gefärbt gehabt. Das war aber, glaube ich, kurz vorher. Und so weiter. Damals war ich da sehr... habe ich da sehr viel rumexperimentiert mit dem Zeug. Also das wird er wahrscheinlich nicht mitbekommen haben. Jürgen hat sich auf andere Sachen konzentriert bei mir. Damals war ich noch ein bisschen, noch nicht so ganz professionell wie zum Beispiel Daniel, der das Ganze natürlich schon erlebt hat und ein bisschen weiter war und mir da auch ab und zu in den Arsch treten musste, wenn ich das hier so sagen darf. Und das auch getan hat. Und da gab es auch lustige Anekdoten, wie so ein Training. Ich habe damals nicht, ich war Junggeselle, erste Mal eigene Bude. Also das war das erste Mal, dass ich nicht zu Hause gewohnt habe, mit 21 damals. Und da war halt Kochen und Einkaufen und all das war noch nicht so. Ne? Da hatte dann eine kleine Bude nicht weit vom Trainingsgelände in Osnabrück. Und habe bis zur allerletzten Minute geschlafen, musste dann 5 Minuten zum Trainingsplatz laufen, habe trainiert und bin wieder zurück und habe mich oft auch wieder hingelegt, so ungefähr. Und habe aber selten gefrühstückt oder vernünftig gegessen vorm Training. Und irgendwann, da gab es auch eine Situation, da hat Danny fast auf dem Boden gelegen vor Lachen und hinterher zu mir gesagt, sag mal, wie doof bist du eigentlich? Da bin ich im Training irgendwie nach einem Zweikampf, den ich verloren habe, nicht hinterhergelaufen, weil Jürgen Gelsdorf hat mich dann gefragt, warum rennst du nicht hinterher? Und ich habe gesagt, ja, ich hätte ihn eh nicht gekriegt. Also total eine bescheuerte Antwort, die man aber im heutigen Jugendfußball auch noch oft hört, wenn Jungs einfach nicht mehr hinterherlaufen. Ja, krieg ich doch eh nicht. Und dann hat er irgendwie noch hinterhergeworfen, ja, dann musst du mehr frühstücken. Und da habe ich nochmal, so ein richtiges Dumpf obendrauf gesagt, ja, ich frühstücke nie. Also alles preisgegeben, was total falsch war.
Und ja, dann habe ich dafür richtig Ärger gekriegt, sage ich jetzt mal, oder wie das sein kann und wie unprofessionell das wäre. Und Danny hat sich, ich glaube, tagelang totgelacht, wie doof man auf solche Fragen antworten kann und warum man nicht einfach die Schnauze hält, so ungefähr. Aber ja, Jürgen Gilsdorf und ich, das war keine ganz große Liebesgeschichte damals in Osnabrück. Okay, zumindest Punkte für Ehrlichkeit kann man dir attestieren. Immer. Du hast schon gesagt, also ihr habt jetzt nun wirklich seit 20 Jahren seid ihr befreundet. Ab wann war dir klar, dass es bei Daniel so in eine Trainerrichtung gehen kann und dass das vielleicht auch ein bisschen steiler gehen könnte? Ja, also, er hat ja jetzt auch große Schritte gemacht. Mir war schon klar, dass Daniel im Trainergeschäft richtig Fuß fassen wird. Er ist dann ja in der Jugendtrainer gewesen. Da habe ich ihn auch mal besucht und habe da mal zugeguckt, so ein bisschen beim Training und auch bei Joshuas Training, der dann auch beim Osnabrück im Nachwuchs gespielt hatte. Und dann war er Nachwuchsleistungszentrum da Mitleiter. Und so weiter, habe ihn da mal besucht. Und also ich habe schon gemerkt, wie dass alle Sachen, die er anfängt, da hängt er sich voll rein. Ne? Macht dann nichts irgendwie halb oder weil er meint, jetzt mal irgendwie auszuprobieren müssen, das bin dann eher ich, sondern er macht das ja schon alles mit einem Plan. Und das hat man damals schon gemerkt, dass er da auch eine klare Vision vom Fußball hat, die er gern vermitteln möchte. Und wenn du selber Fußball gespielt hast, wenn du einen klaren Ansatz hast, wenn du auch eine klare Ansprache hast, und das hatte Danny, das weiß ich auch als Mitspieler und eben als einer, der unter ihm als Kapitän gespielt hat. Wenn du das hast, dann hast du viele Voraussetzungen, die auch im Trainergeschäft dann eben wichtig sind. So, und das Größte ist aber, du musst wissen, worüber du sprichst. Also du musst Fußball verstehen. Und das war immer so, wann immer wir zusammen im Stadion Fußball geguckt haben oder über Fußball gesprochen haben, dann sind seine Ansichten eigentlich meiner Meinung nach immer gut und richtig und wichtig gewesen. Und deswegen konnte ich mir das gut vorstellen. Spätestens dann, als ich gesehen habe, was er mit Osnabrück geleistet hat, ja, mit einer Mannschaft, von der man nicht unbedingt erwarten konnte, nachdem, ich glaube, er hat übernommen, da standen sie schlecht, da hat sie quasi vom Abstieg gerettet und im nächsten Jahr sind die marschiert, als wäre da der FC Barcelona zufällig in der zweiten Liga gelandet, so ungefähr, also übertrieben gesagt. Ne? Also hat er schon was bewegt mit ein bisschen Arbeit und fast dem gleichen Kader, ohne viel Geld ausgeben zu können, also da hat man einen guten Job gemacht, insgesamt in Osnabrück, glaube ich. Aber eben als Trainer musst du in der täglichen Arbeit eben den größten Job leisten und die Jungs halt das Ganze, also die komplette Zeit dran glauben lassen. Und das war schon erstaunlich, wie er das gemacht hat. Das hat ihn wahrscheinlich auch auf die große Bühne bei vielen Vereinen, potenziellen größeren Vereinen gebracht. Und letzten Endes ist es der HSV geworden, was dann schon eine, ich sag jetzt mal, ich glaube auch ein nicht zu erwartender großer Schritt war, weil der HSV ist kein typischer Zweitligist, ne? Ähnlich wie es dann Stuttgart keiner war oder so. Also es sind ja Vereine, die eigentlich in die erste Liga gehören und auch so aufgebaut sind, auch so funktionieren. Beim HSV funktionieren andere Dinge sogar noch ein bisschen anders als bei jedem anderen ersten Ligisten so ungefähr. Und das war dann schon ein ganz großer Schritt, aber ich habe mich sehr, sehr gefreut, auch wenn ich ihm quasi gesagt habe, was das für ein Haifischbecken sein könnte, gerade auch medial natürlich und mit den ganzen Randgeschichten, die es beim HSV immer gab und wahrscheinlich auch viel geben wird, aber damit kann man ja auch arbeiten, also wie gesagt, wenn man das weiß, dann kann man das natürlich auch dementsprechend behandeln und ich habe ihm gesagt, ich freue mich riesig und hoffe, dass das funktioniert und er ist da jetzt auf einem guten Weg, sich da noch, oder dem Ganzen, nicht sich, sondern dem Ganzen noch die Krone aufzusetzen, wenn er mit der Mannschaft eben jetzt so weitermarschiert bis zum Sommer. Ja, du hast es gesagt, es funktioniert gut mit Daniel Thun als Trainer. Wie ist das eigentlich bei dir? Warum bist du selbst nie Trainer geworden? Gab es die Überlegung oder war das von Anfang an für dich klar, dass das nichts für dich ist? Früher war es eigentlich klar für mich, dass es nichts für mich ist. Hat aber eher damit zu tun auch, dass ich sehr lange sehr jung war im Kopf und als Spieler immer dachte, boah, nee, also ich war auch nicht, wie ich schon angedeutet habe, der allerdisziplinierteste Spieler, habe vieles eben auch dem Spaß an der Freude hinten angestellt und das war eben mein Weg. Aber auch ich werde natürlich älter und habe Dinge anders gesehen und das ist jetzt aktuell gerade auch ein Thema. Ich habe vor 2,5 Jahren, ja, jetzt sind es fast 3 Jahre, also jetzt sind es 3 Jahre, habe ich die Trainer-A-Lizenz abgeschlossen, was mich natürlich auch befähigt,
alle Amateurklassen zu trainieren, alle Jugendklassen zu trainieren und auch Bundesliga Co-Trainer zu sein, also auch im Profibereich als Co-Trainer zu arbeiten. Die habe ich gemacht und habe jetzt das letzte halbe Jahr quasi als Trainerpraktikant beim BVB in der A-Jugend verbracht. Und auch da ist jetzt im Moment noch nicht das letzte Wort gesprochen. Also ich schnupper gerade auch in diesen Bereich rein und es interessiert mich schon. Ich habe damals tatsächlich auch beim HSV bei meinem 6 Monaten Stint da bei den Amateuren gemerkt, dass es irgendwie Spaß macht, mit jungen Spielern zu arbeiten, dass ich da, glaube ich, auch einen ganz guten Draht zu den Jungs hatte und habe immer zu den Jüngeren und natürlich auch Spaß daran habe, Erfahrungswerte weiterzugeben und dass ich was vom Fußball verstehe, das nehme ich für mich einfach mal an, sonst wäre ich wahrscheinlich auch in dem, was ich mache, nicht mehr erwünscht. Denn da geht es ja immer darum, Fußball zu verstehen und auch so ein bisschen zu erklären und nichts anderes. Aber doch mit viel mehr Inhalt ist es auch als Trainer. Ne? Du musst was verstehen von dem, was du da tust und musst den Jungs das vermitteln können, wie sie es vielleicht besser machen oder was du für eine Idee hast und was gemacht werden soll. So, und da habe ich mich jetzt, gerade bin ich mich da am Reinfuchsen und finde das mega spannend. Das soll nicht heißen, dass ich ab Sommer irgendwo Trainer sein möchte oder im Trainerstab unbedingt sein muss. Aber ich schließe es mittlerweile auch gar nicht mehr aus, diesen Weg einzugehen. Aber die mediale Arbeit, die ich machen darf für Borussia Dortmund, für die Bundesliga selber und international, die macht halt auch wahnsinnig viel Spaß. Aber dieses Fußballgeschäft und dieses Daily Business auf dem Trainingsplatz zu stehen, was ich jetzt wieder erleben durfte in den letzten, waren 5, 6 Monate bei der A-Jugend, das liegt mir eigentlich auch sehr. Ne? Du fühlst dich einfach wieder wie damals. So, du gehörst wieder zu einer Mannschaft und das ist schon auch ein cooles Gefühl. Also ich bin da mittlerweile sehr, sehr offen und habe da sogar richtig Interesse dran, das mal vielleicht sogar noch mehr und noch höher auszuprobieren. Noch höher würde dann heißen, vielleicht sogar irgendwann mal Profifußball oder könnte sich der Jugendbereich reizen? Wo würdest du dich da am ehesten sehen? Ja, also der Jugendbereich reizt mich schon sehr. Deswegen wollte ich das auch machen. Ich hätte natürlich auch fragen können, ob ich bei den Profis des BVB zugucken darf. Ich jetzt gut, im letzten Jahr war es schwierig aufgrund der Pandemie, aber generell habe ich da ja auch alle Türen offen und konnte mich da frei bewegen. Und es wäre wahrscheinlich auch nicht schwer zu dem Zeitpunkt gewesen zu sagen, kann ich mir hier jeden Tag alles angucken, so ungefähr. Aber ich wollte da richtig in die Materie reinkommen und habe gedacht, auch im Nachwuchs, das interessiert mich eben. Ich glaube, mit jungen Spielern umgehen, den kann man sehr, sehr viel mehr vermitteln noch, meistens als eben gestandenen Profis. Und deswegen habe ich da auch nachgefragt und wollte U17, U19 und U23 beim BVB mir anschauen. Durch das Pandemiejahr wurde das alles ein bisschen schwierig. Letzten Endes war es die U19 jetzt erstmal. Und jetzt schauen wir gerade, wie es sinnvoll weitergehen kann und funktioniert. Aber da bin ich, wie gesagt, mittlerweile deutlich offener. Also diese Monate da mitzuerleben, was da auch hinter verschlossenen Türen passiert und so, das war wichtig. Ich habe aber auch gemerkt, dass es natürlich, also dass es schon ungefähr so ist, wie man sich das dann auch vorstellt, auch wenn man sonst auf der anderen Seite ist, eben als Spieler und nicht als Trainer. Und jetzt muss ich mal schauen, wo die Reise hingeht. Also ich bin da in alle Richtungen offen und habe mir da die ganz ernsten und finalen Gedanken auch noch gar nicht gemacht. Weil die Optionen aber auch noch gar nicht da waren. Also bisher waren es Praktika und reinschnuppern. Und wenn da irgendwann mal jemand kommt und sagt, hättest du eigentlich Lust und Zeit, hier Co-Trainer zu sein, im Trainerstab mitzuhelfen oder unsere sonst was zu trainieren, dann würde ich mich damit auf jeden Fall befassen. Du hast eben gerade noch gesagt, dass in dieser Hinsicht mit jungen Spielern zu arbeiten dir vor allen Dingen klar geworden ist, bei deinem letzten Halbjahr in der U21 vom HSV, wenn man so möchte, war ja dann allerletzter Profitrainer bei Rodolfo Cardoso. Der hat auch eine Frage an dich. Hola, Obo. Rodolfo ist hier. Ich habe gehört, dass ich deine letzte Trainer war. Da freue ich mich sehr. Obo, ich habe eine Frage für dich. Wie hast du damals gemacht bei uns Fußballspiel, also Wochenende und die ganze Woche Training? Und dann bei Sky deinen Job weiterzumachen. Also das ist eine Frage, wo ich einfach wissen soll, weil das ist nicht einfach. Und damals hast du
bei uns kein Training gefällt. Da warst du immer dabei und dann am Wochenende gespielt. Deswegen hast du wahrscheinlich sehr, sehr viel oder sehr, sehr gut organisieren musst. Und okay, ich hoffe, dass bei dir alles gut geht. Ich wünsche dir ein neues Jahr viel, viel Erfolg und bleib gesund. Ciao. Ciao, sagt Rodolfo Cardoso. Ja, ist immer noch beim HSV im Verein tätig, in unterschiedlichen Positionen. Und ja, du warst ja damals unter ihm Part-Time-Fußballer, Part-Time-Sky-Experte. Und, ja, Rodolfo, wir wissen, wie du das damals organisatorisch gelöst hast. Ja, erstmal vielen Dank auch da. Auch Rodolfo kann ich nur das Allerbeste wünschen und Gesundheit natürlich. Vielen Dank für die lieben Worte. Und ja, es war für mich gar nicht so leicht. Sky hat so ein bisschen gedrängelt. Die haben schon mit den Hufen gescharrt, als ich noch beim BVB unter Vertrag war. Und dann war ich ja ein halbes Jahr nur noch am Trainieren beim BVB, hatte keinen Vertrag, habe so ein bisschen geschielt darauf, was noch geht, wollte auch nicht alles machen, hatte so ein paar lockere Anfragen oder nicht so spannende Anfragen, auch aus dem Ausland. Nach Amerika ging es nicht, sonst wäre ich sofort weg gewesen. Das war immer mein Traum, eigentlich da die Karriere zu beenden, aber Defensivspieler waren nicht so interessant. Somit habe ich dann eben geguckt, was sinnvoll wäre. Ich wäre fast im Herbst schon beim HSV gelandet. Damals war es so, dass Fink noch Trainer war beim HSV. Sie in Dortmund richtig unter die Räder gekommen sind. Ich sollte eigentlich Anfang der Woche zum Kreuzer in die Geschäftsstelle und alles festzurren und wäre dann Profi geworden beim HSV, ganz normal. Auch erste Mannschaft normal. So, und was passiert? Sie kommen unter die Räder. Fink gibt den Jungs frei am nächsten Tag, glaube ich. Und selber war er aber weggeflogen nach Mallorca oder keine Ahnung, zur Familie nach München, ich weiß es nicht. Und wurde entlassen, weil so. Und dann wurde natürlich alles erst auf Eis gelegt. Dann kam Bert van Marwijk. Bert van Marwijk hat viele suspendierte Spieler wieder zurückgeholt. Der Kader war voll. Auf Moela kommt jetzt auf jeden Fall nicht. So. Und dann hat es wieder 2 Monate gedauert. Ich habe alles andere abgelehnt und habe dann gesagt, okay, ich will aber zurück jetzt in die Heimat. Ich habe hier keinen richtigen Deal mehr in Dortmund. Und wo kann ich mich fit halten? Und dann bin ich bei den Amateuren gelandet, bei Rodolfo. So. Und jetzt endlich zur Antwort der Frage. Ich hatte in diesem halben Jahr dann viel Sky gemacht und da war Champions League unter der Woche, da war am Wochenende dann auch die normalen Spiele und als Co-Kommentator. Und das habe ich denen beim HSV aber auch ganz offen erklärt, dass das ist, womit ich mein Geld jetzt verdiene, ne, und natürlich auch deutlich mehr als bei den Amateuren vom HSV, muss man ja auch mal ehrlich sein. Auch wenn ich einen Profivertrag hatte, aber das absolute Minimum. Wobei das immer noch ein ordentliches Zubrot ist, aber jetzt sage ich mal, bei Sky habe ich auf jeden Fall meinen Hauptanteil verdient und das habe ich denen so mitgeteilt, habe aber gesagt, ich versuche alles so wenig wie möglich zu fehlen. Und dann war es halt so, dass ich manchmal direkt nach dem Training in den Flieger springen musste oder eben gucken musste, ich glaube, es gab ein Spiel, was ich nicht machen konnte. Ein Spiel konnte ich nicht. Das war ausgerechnet auch noch irgendwie ein Topspiel der Bundesliga. Wahrscheinlich irgendwie sowas wie Dortmund, Bayern. Und dann haben sie gesagt, nee, da kannst du nicht. Vieles konnte ich verlegen oder sagen, mit dem Kollegen tauschen. Und so habe ich versucht, da wirklich dran teilzunehmen. Wenn man meine Verletzung wegnimmt, das war ja eine Halbserie, die ich bei den Amateuren war. Also 17 Spiele hätten irgendwie sowas. Und ich glaube, ich habe 13 gemacht und dann habe ich 1 gefehlt durch Sky und 2, glaube ich, durch eine Verletzung, wo ich mir den Meniskus gerissen habe in dem Spiel. In Oldenburg war es, glaube ich, mit den Amateuren. Habe ich tatsächlich an allem teilgenommen. Und das wollte ich auch. Ich wollte ja richtig Fußball spielen. Ich wollte jetzt nicht irgendwie so ein Feierabend-Kicken machen oder so, sondern ich hatte noch echt Bock auf Fußball und habe da eben auch gemerkt, mit den Jungs macht das ganz viel Spaß. Ich habe mich da mehr als Ergänzung des Trainerteams mit Fabio Morena war ja noch ein älterer Spieler dabei, der sehr viel Erfahrung hatte. Der war Kapitän damals. Jungs wie Jonathan waren ab und zu bei uns unten, wenn sie oben nicht Platz im Kader hatten. War eine interessante Zeit. Aber selbst in der kurzen Zeit habe ich da 2 Trainer beim HSV erlebt. Das war auch irgendwie turbulent trotzdem, das Ganze. Also ja. Aber Rodolfo, Riesentyp. Turbulent ist es beim HSV immer.
Ja, Tolent ist immer, da hast du recht. Noch kurz zu Rodolfo, also wahnsinnig cooler Typ, ich kannte ihn vorher so ein bisschen aus Hamburg, kennt man sich dann auch eben im Fußballgeschäft sowieso. Er war ja auch mit Otto Addo mal Trainer der Profis zusammen, der ein guter Freund von mir ist, damals als Otto noch eigentlich Jugendtrainer beim HSV war und so. Also Rodolfo kannte ich schon so ein bisschen, genauso wie Sona Üsal, der sein Co-Trainer war. Und ja, das war, hat einfach wahnsinnig viel Spaß gemacht. Die haben mir sehr viel Freude nochmal gegeben in dieser letzten Zeit und ja, ich wünsche denen auch alles Gute, wenn sie das jetzt hören, nochmal an dieser Stelle. Du bist ja unweit vom Stadion im Volkspark aufgewachsen, kommst aus Stelling. Gab es eigentlich als Jugendlicher dann mal die Möglichkeit, zum HSV zu gehen oder war das damals gar kein Thema? Und bist du HSV-Fan damals gewesen? Fan war ich, glaube ich, nie wirklich von einer Fußballmannschaft, also vom Fußball, ja, von der Fußballmannschaft. Ich glaube, wenn dann der FC Barcelona. Ich weiß, ich habe ein ganz altes Trikot von Barcelona und auch so die Zeiten Romario und sowas, als der noch da gespielt hat und so. Das war so meine Zeit. Aber HSV, ich habe in meinem Kinderzimmer so einen alten Schrank gehabt und wenn ich den aufgemacht habe, da lag immer so ein altes rotes Trikot mit Sharp drauf. Ich weiß nicht, aus welcher Zeit das war. Das müssen die Experten jetzt wissen, aber es war ein HSV-Trikot mit Sharp drauf. Und klar, der HSV. Bitte? 80er auf jeden Fall, ja. 80er. Das Material, da habe ich schon am Material erkannt, so ungefähr. Aber wann genau, weiß ich eben nicht. Ich bin im Meisterjahr geboren des HSV, 79. Danach waren sie was, 82, 83 nochmal Meister oder so. Also waren so in meinen ersten Kinderjahren, wo ich dann auch angefangen habe, mit dem Ball zu kicken, da war der HSV schon groß, muss man ja sagen. Aber Fan bin ich nie geworden. Ich war Basketballfan sehr, sehr früh und sehr lange und habe mich da eigentlich so mehr rein vertieft als in Fußball. Ich habe es gerne geguckt, auch die Weltmeisterschaften 86, das erste Mal, wo ich so richtig mitbekommen habe und so weiter. Habe ich schon geguckt. Fußball war schon cool. Ich war auch mal im Stadion, Volksparkstadion, wurden wir als fairste Mannschaft mal geehrt. Da durfte ich Uwe Seeler irgendwie die Hand schütteln. Der hat da uns so Medaillen verteilt im alten Volksparkstadion noch. Alles cool. Aber ich war sehr amerikanisiert und war da eher dem Basketball zugetan, was das Fansein betrifft zumindest. Zum Basketball haben wir natürlich auch eine Frage und jetzt nicht aus dem Bereich HSV, aber du hast, nachdem du in Osnabrück warst, haben wir ja schon ganz am Anfang gehört, hast du dann ja auch irgendwann in Bielefeld gespielt und jemand, der sehr lange in Bielefeld war und jetzt sehr, sehr lange in Hamburg ist, nämlich Matze Hein, seit 12 Jahren beim FC St. Pauli, der hat eine Basketballfrage an dich. Oh, jetzt bin ich gespannt. Hallo Patrick Ovomoyela, Matze Hein hier, FC St. Pauli, dein alter Torwart-Gigant. Ich habe gehört, du bist beim besten Podcast überhaupt eingeladen, beim Abendblatt. Und da habe natürlich auch ich eine Frage. Stimmt es, dass du damals in den Zeiten, bevor du nach Bielefeld kamst und mal so richtiger Profi wurdest, auch überlegt hast, Basketballer zu werden? Tschüss, viele Grüße, bleib gesund und vor allem so, wie du bist. Mach's gut, ciao, ciao. Ja, du hast es schon angedeutet, eigentlich wolltest du Basketballer werden, ne? Matze Hein, mach nochmal nach. Ja, jetzt wird ja echt eine schöne Reise in die Vergangenheit hier, Matze Hein, klar, mein Torwart, er hat es ja selbst gesagt, Torwart-Gigant, Titan ist ja vergeben, deswegen ist er der Gigant in Bielefeld, wahnsinnig schöne Zeit, ich als junger Steppke, er als alter Kapitän und Torwart damals, war eine schöne Zeit, auf jeden Fall sehr, super, super Typ, auch ihm alles Gute und viel Gesundheit, gerade jetzt fürs neue Jahr und in der jetzigen Zeit. Ja, das ist richtig. Ich wollte Basketballprofi, das kann ich eigentlich nicht sagen. Also ich wollte Basketballer werden. Ob ich Basketballprofi werden wollte, weiß ich gar nicht. Aber ich habe viel lieber Basketball gespielt als Fußball in meiner Freizeit. Ich habe beides sehr, sehr gerne im Verein betrieben. Also es hat mir einfach wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich habe beides sehr lange parallel im Verein gespielt, musste mich dann mit 18, 19, glaube ich, entscheiden. Also in den Herrenbereich in beiden Sportarten musste ich in den Herrenbereich wechseln. Und dann wurde die Zeit knapp.
beides zu machen. Vorher war es so, ich bin dreimal zum Fußball, zweimal zum Basketball, meistens aber eher dreimal zum Basketball, zweimal zum Fußball die Woche, und dann gab es oft die Möglichkeit, immer hatten wir Sonntagmorgens Fußball und Samstag war schon Basketball oder andersrum. Also es hat echt sehr, sehr gut funktioniert über viele, viele Jahre. Und Basketball war natürlich so eine Trendsportart, eine coole Sportart, ne? So amerikanisiert, habe ich ja schon gesagt, das war eine US-Sportart. Und ich habe auf dem Weg zur Schule mein Basketball gedribbelt, habe in der Schule in der Pause Basketball gespielt, Fußball auch, wenn Basketball gerade keiner kicken spielen wollte. Aber es war so das, was ich, wo ich mich eigentlich gesehen habe. Nur ich musste, und das habe ich eben erwähnt, mich dann entscheiden, und da ging's tatsächlich damals einfach darum, wo kann ich irgendwie ein paar Mark 50 Taschengeld einsammeln und muss nicht noch den Monatsbeitrag bezahlen. Und da war Fußball auch im Amateurbereich natürlich schon deutlich attraktiver. Ich habe auch in Basketball in der dritten und vierten Liga gespielt. Aber im Fußball gab es in der dritten Liga eben schon im Vergleich zum Basketball Geld, und im Basketball gab es Monatsbeitrag, den du bezahlen musst, und sonst nichts. Da war die Entscheidung relativ klar. Deswegen habe ich den kompletten Fußballweg eingeschlagen, und letzten Endes ist das natürlich auch eine ganz gute Entscheidung gewesen, will ich meinen. Wobei ich natürlich auch nicht sagen kann, wo wäre die Reise im Basketball hingegangen. Also ich halte mich nicht für ein Jahrhunderttalent im Basketball und ich wäre der Dennis Schröder vor Dennis Schröder geworden oder so. Aber man weiß es eben auch nicht. Ne? Ich habe damals auch nicht damit gerechnet, dass ich Fußballnationalspieler werde und dass ich Meistertitel hole und dass ich bei großen Bundesliga-Vereinen spielen darf. Das wusste ich zu dem Zeitpunkt auch nicht. Also wer weiß, wo es im Basketball hingegangen wäre, das wäre mir auf jeden Fall lieber gewesen. Wohl zu dem Zeitpunkt damals wäre es mir wahrscheinlich lieber gewesen, wenn ich beides hätte auswählen können, also gewusst hätte, bei beiden hätte ich ungefähr denselben Weg einschlagen können. Aber ich habe eine Entscheidung getroffen für den Fußball, der war lukrativer zu dem Zeitpunkt damals, und der hat mich nicht enttäuscht. Das kann ich sagen. Lustigerweise wirst du mich mit Sicherheit nicht erinnern, aber wir haben tatsächlich früher mal Basketball gegeneinander gespielt, weil Basketball war auch mein großes Steckenpferd. Ich war in Bramfeld immer, und ich meine, du warst grün-weiß. Das war ganz am Anfang, kann das sein, ja. Ja, genau. Also das du hast war halt, doch, warte, du hast absolut recht. Ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Nee, aber Einstieg hätte ich jetzt gerade in gute Augen gemacht. Nee, das stimmt. Ja, ich habe bei Grün-Weiß Eimsbüttel tatsächlich angefangen im Basketball und bin dann aber irgendwann zu ETV Hamburg gegangen. Und da war es dann auch ein bisschen, also besser. Qualität war einfach besser. Dann war es eben so. Oberliga waren die Herren oft, da durfte ich schon mitspielen, dann sind sie aufgestiegen in die zweite Regio, haben ein bisschen erste Regio gespielt, und dann in diesen drei Jahren, da war ich echt sehr jung, also Oberliga, nee, andersrum, sie waren dritte Liga, also erste Regio, da war ich 16, da durfte ich dann mal so mitmachen, dann sind sie abgestiegen, zweite Regio, und in meinem letzten Jahr war ich eigentlich schon in Lüneburg Regionalliga-Fußballspieler, also Drittligaspieler im Fußball. Der Trainer hat aber einfach meinen Spielerpass behalten vom Basketball. Und ich habe dann tatsächlich nochmal ewig nicht trainiert, sondern nur Fußball, und habe dann nochmal Oberliga Basketball gespielt mit den alten Jungs. Das war ganz cool. Also als Privatinteresse würde ich gerne einen eigenen Podcast mit dir über Basketball machen, aber wir sind ja irgendwie hier im Fußball verhaftet, deswegen müssen wir jetzt einen Bogen zurückfinden. Und du warst ja dann auch nicht so ganz schlecht im Fußball, bist dann bei Stelling 88 Hamburger Meister geworden, Norddeutscher Meister geworden, und du hast eben schon gesagt, wir machen so eine kleine Reise durch die Vergangenheit, und wir haben tatsächlich aus dieser Zeit jetzt noch drei Fragensteller gefunden, die dir was sagen wollen oder was fragen wollen. Jetzt gib mal einen Tipp ab, wer könnte da so dabei sein? Stelling, der war ja da nicht mehr dabei, aber Ivan Klasnic taucht halt immer auf, weil der war auch bei Stelling 88, aber das war noch vor dem Meister, der war weg und dann sind wir Meister geworden, so rum. Der ist ja dann schon zu St. Pauli und hat seine Karriere da gestartet. Und, könnte ich mir vorstellen, ansonsten weiß ich es gar nicht. Wir lassen mal das Ratespiel zu Ivan ganz kurz. Der hat gestern Abend um 23 Uhr noch geschrieben, dass er jetzt heute die Frage für dich schicken wird. Die ist jetzt nicht mehr angekommen, aber wir haben andere gute, und fangen mal mit deinem langjährigen Trainer an, mit Stefan Kofal. Hallo Ovo. Ich hoffe, meine Stimme erkennst du noch. Sie hat dich ja zumindest viele Jahre auf und neben den Sportplatz begleitet.
Ich wurde hier gebeten, eine kleine Anekdote zum Besten zu geben. Da gibt es in vielen gemeinsamen Jahren natürlich einiges zu erzählen. Ich erinnere mich sportlich natürlich an das norddeutsche A-Jugendfinale in Bremen, wo du den entscheidenden Elfmeter gemacht hast. Und du hast viele Jahre in einer Volksmannschaft gespielt, warst eine absolute Stütze, obwohl du immer der Jüngste warst und viel mit deiner Wachstumsfuge zu tun hattest. Aber du warst immer sehr positiv. Und wenn die Mannschaftsfeier dann auch nicht ausgelassen genug war, konntest du uns immer entertainen. Überragend war immer dein Frosch. Kannst du den eigentlich noch? Oh ja, da sind wir gespannt. Danke, ich Stefan Kofall, dein ehemaliger also, Stelling 88. Trainiert mittlerweile oder leitet eine Fußballschule von Real Madrid. Genau. Seit 6 Jahren. Und sehr schöne Frage. Kannst du den Frosch noch? Ich ehrlich gesagt, nee, ich weiß nicht, was er. Ich musste jetzt selber lügen, wenn ich sage, ich weiß, was der Frosch ist. Ich weiß aber, dass wir damals sehr, sehr viel Blödsinn gemacht haben. Es war eine wahnsinnig lustige Zeit. Stefan war auch jemand, der über den Fußball hinaus privat für mich wichtig war. Ist ein großes Wort, aber ich habe für ihn Flyer verteilt. Also ich habe für ihn gearbeitet, mein erstes extra Taschengeld verdient. Er hat damals Partys in der Hamburger Uni organisiert. Da durfte ich auf- und abbauen und habe da ein paar Mark extra verdient. Also er hat mich auch davon abgehalten, zu viel Blödsinn zu machen auf der Straße, weil er mich beschäftigt hat. Sowohl auf dem Fußballplatz als auch am Wochenende oder neben dem Training darüber hinaus. Ich habe Baby gesittet bei seinen Töchtern. Ich glaube, bei der jetzigen Großen. Da war ich Babysitter und so weiter und so fort. Also es war eine richtige Bezugsperson für mich auch. Wir hatten eine erfolgreiche Zeit im Fußball, ja, zu Recht. Also ein Frosch machen, ich weiß, ich habe einen Kumpel, der ist bekannt für die Pfeffermühle. Mein bester Freund, der kennt die Pfeffermühle, da weiß ich sofort, was das ist. Und was der Frosch ist, ich weiß, dass irgendwie sowas war, aber ich kann mich, weiß Gott, nicht mehr dran erinnern. Also, sonst würde ich ihn euch natürlich jetzt hier vor. Ich muss mich nur lange genug bitten und dann kommt er schon, der Frosch. Nee, es ist einfach zu lange her. Ich werde das mal recherchieren. Und beim nächsten Mal, wenn ihr mich einladet, dann mache ich euch den Frosch oder erzähle euch genau, worum es geht. Aber ja. Also beim nächsten Mal kann ich dir sagen, ich glaube, es geht sowas in die Richtung von an die Fensterscheibe, Mund dran, Backen aufpusten ich bin der Frosch. Ja, okay. Die Richtung ging es. Und er versprach uns auch, dass das Ganze viral gehen würde. Aber ich glaube, mit diesem Traum. Der Frosch, mach den Frosch. Müssen wir uns verabschieden. Ja, aber eins noch zu Stefan. Er war auch eigentlich wichtig dafür, dass ich überhaupt auch wahrscheinlich Fußballprofi geworden bin. Denn wie er schon sagte, ich war immer einer der Kleinsten und jünger. Es gab damals noch eine Stichtagregelung, die nicht Erster war. Also es war irgendwie 1.8. oder sowas. Ich bin spät im Jahr geboren und war so ein bisschen Nachzügler auch, was das Wachstum betrifft. Er hat auch die Wachstumsfuge angesprochen. Also ich hatte sehr viel Probleme mit beiden Knien, musste da teilweise, damals war das halt so, das rechte Bein 4 Wochen in Gips, dann das linke Bein 4 Wochen in Gips, damit diese Überlastungserscheinung aufhören. Das hat mich auch viel Spaß gekostet, sage ich jetzt mal, diese Wehwehchen am Fußball. Und es gab so einen Moment, ich glaube, da war ich tatsächlich 16, wo es dann im Basketball auf einmal richtig interessant wurde, somit du darfst auch mal bei den Herren und so. Und wo beim Fußball, aber ich war klein und die anderen haben gespielt und ich war oft auf der Bank und ich wollte gar nicht mehr so, ich wollte mich mehr auf Basketball konzentrieren. Und da war er tatsächlich derjenige, der gesagt hat, pass mal auf, nee, bleib mal dabei und glaub mal an dich selber. Außerdem haben wir nicht viele Spieler im Kader. Ich weiß nicht, was mehr ausschlaggebend war, also dass er an mich geglaubt hat oder dass er zu wenig Jungs sonst gehabt hätte für die Bank. Auf jeden Fall hat er gesagt, nee, bleib mal dabei und du wirst mehr spielen im nächsten Jahr und so weiter und so fort. Und hat dann tatsächlich dafür gesorgt, dass ich im Fußball geblieben bin. Und das nächste Jahr wurde dann tatsächlich das erste Jahr, wo ich auffälliger wurde, sage ich jetzt mal positiv. Und wo ich dann auch wieder mehr Spaß hatte. Und dann kam danach, glaube ich, die letzten, also es war, glaube ich, das jüngere A-Jugendjahr.
war das. Und dann, ich habe 3 Jahre A-Jugend gespielt, zwei Jahre jünger Jahrgang, 1 Jahr älterer Jahrgang. Und die beiden letzten Jahrgänge waren eben Meister und im letzten sogar auch NFV-Pokalsieger, also norddeutscher Meister. Aber das wäre nicht passiert, wenn er mich für das erste A-Jugendjahr quasi motiviert und überredet hätte, dabei zu bleiben. Und wer weiß, vielleicht wäre ich dann jetzt Basketball-Oberligaspieler oder mit Dennis Schröder in der NBA oder sowas. Das weiß ich nicht. Aber zumindest hat er für meine Fußballkarriere da einen ganz wichtigen Input gehabt. Bei der Norddeutschen Meisterschaft ebenfalls dabei. Und ich glaube, ich bin mir da nicht sicher, musst du gleich auflösen, als Co-Trainer. Auf jeden Fall ein Ex-Co-Trainer von dir und ein Ex-Kollege von uns, Matthias Limbrüger. Auch Danke. Eine sehr schöne Frage. Mein lieber Ovo, auch wenn es nicht der größte Erfolg deiner Karriere war, bin ich sicher, du erinnerst dich daran, dass wir mit Stelling 88 damals Hamburger Meister geworden sind, auch norddeutscher Meister geworden sind. Und im Anschluss daran ging es zur Abschlussfahrt nach Lorette de Mar mit dem Bus. Und ich meine mich zu erinnern, dass auf dieser Reise durchaus pikante Fotos entstanden sind. Meine Frage an dich, erinnerst du dich an die Motive? Und hattest du im Verlauf deiner Karriere, die damals ja noch nicht abzusehen war, Sorge, die könnten auftauchen? Also ich erinnere mich natürlich erstmal auch schöne Grüße an Linne. Klar, war Co-Trainer, war der Sohn eines meiner ersten Co-Trainer damals im Jugendbereich. Dann nachher hatte er ja seinen Weg auch im Journalismus. Ihr habt es gesagt, wo ist er jetzt? Bei der Mopo oder wo ist er gerade? Er arbeitet jetzt für ein Hamburger Unternehmen, das sich mit Großprojekten hier beschäftigt, mit dem Investor der Towers auch. Genau, ja, aber er war halt bei diversen Medien danach. Aber lange Zeit mein Co-Trainer, stimmt. Und dadurch, dass er deutlich jünger war als der Trainer, zumindest gefühlt, war uns immer sehr nah. Co-Trainer sind ja sowieso immer sehr viel näher an den Spielern als die Cheftrainer. Und super Typ, hat immer Spaß gemacht. So, und natürlich erinnere ich mich daran, dass wir nach Lorette gefahren sind. Ich war einige Male in Lorette. Da ist immer was passiert, auch immer irgendwelche lustigen und wahrscheinlich nicht so vorzeigbaren Fotos entstanden und Geschichten vor allem. Was er meint, ist wahrscheinlich, tatsächlich auch Fotos gemacht, wo unsere Allerwertesten zu sehen waren, entblößt und so weiter. Was halt so 18-, 19-Jährige machen, wenn sie das erste Mal zu viel Bier trinken oder irgendwelche Mischgetränke. Ich will die Zeit nicht missen. Also wie gesagt, ich habe mein damaliger Mitspieler ist immer noch einer meiner besten Freunde. Wir haben zusammen gewohnt zwischenzeitlich und so weiter und so fort. Also aus der Zeit sind sehr viele Erinnerungen auch noch geblieben. Und ich erinnere mich an diese Fotos. Ich habe sie nicht mehr. Also ich hatte auch nie Sorge, dass sie auftauchen. Letzten Endes gibt es eigentlich auch wenig im Leben, wo ich sage, also wenn das auftaucht, dann bereue ich das oder so. Nö, das sind halt Jugendsünden. Ja, wir können dich beruhigen, wir haben sie auch nicht. Das wollte ich als nächstes fragen. Nein, also diese Fotos habe ich über die Jahre schon das ein oder andere Mal noch gesehen. Ich glaube tatsächlich, mein bester Freund hat da irgendwie diese Fotos auch noch, der damals auch mitgespielt hat und mit war. Und, wer ist denn dieser beste Freund? Oliver Nickel. Er hat mit mir, der kam damals fürs letzte A-Jugendjahr, glaube ich, sogar nur dazu. Ich glaube, wir haben nur 1 Jahr zusammengespielt. Danach ist er zu Holstein Quickborn gewechselt. Da wollte ich eigentlich auch hin. Da hatte ich schon einen Vorvertrag, durfte dann aber für einen Drittligaverein noch raus und bin dann bei Lüneburger SK gelandet. Mit Olli habe ich bis heute engen Kontakt. Er ist mittlerweile Rechtsanwalt in Berlin, aber wir versuchen es immer noch auch, das aufrechtzuerhalten. Und er war mein Zimmerkollege damals in Lorette Mar. Und ich kann mir vorstellen, dass er eben auch immer noch im Besitz solcher Fotos ist. Ich habe sie, wie gesagt, über die Jahre auf jeden Fall das ein oder andere Mal noch gesehen. Jetzt schon lange nicht mehr. Das ist vielleicht noch besser so, aber es wäre auch nicht der Weltuntergang. Wir könnten jetzt sagen, von Oliver Nickel noch nie gehört, aber das wäre nicht ganz der Wahrheit entsprechend. Denn natürlich haben wir auch ihn gebeten, dir eine kleine Frage zu schicken. Ja, siehste. Mensch, Patrick, mein Lieber, ich grüße dich. Dein Oliver hier. Ich wollte dich eigentlich erst noch einmal fragen, wer der beste Stürmer war, mit dem du je zusammengespielt hast, und dir dabei die Gelegenheit geben, deine unglaubliche Fehleinschätzung zu dieser Frage, die du ja kürzlich in den sozialen Medien geäußert hast, zu korrigieren. Aber da wir beide ja vor kurzem in einem Telefongespräch diese Frage geklärt haben, frage ich dich was anderes.
Uns beide hat ja auch der Fußball in der A-Jugend zusammengebracht und wir beide sind inzwischen seit über 20 Jahren befreundet. Deswegen würde ich gerne von dir wissen, in deiner aktiven Profikarriere und im Profifußball herrscht ja ein ganz anderer Konkurrent, eine ganz andere Konkurrenzsituation innerhalb einer Mannschaft. Hast du da während deiner aktiven Karriere Freundschaften schließen können, die die gemeinsame Fußballzeit überdauert haben? Zu wem hast du noch einen freundschaftlichen Kontakt? Wen sprichst du regelmäßig? Und wen vermisst du vielleicht sogar, weil er am anderen Ende der Welt oder so wohnt? Genau, das würde mich interessieren. Viel Spaß noch, Patrick, und lass gut gehen. Lass gut gehen. Da war ja der beste Freund Oliver Nickel. Wenn wir richtig informiert sind, hast du auch mal eine Zeit lang bei ihm gewohnt in Dortmund, oder? Andersrum, er hat bei mir gewohnt. Er hat bei Hamburg. Dir gewohnt. Ja, okay. In Hamburg. Zu meiner Bremer Zeit hatte ich ja auch Immobilien in Hamburg. Habe dann auch viel da gewohnt. Gerade in der verletzten Zeit war ich eigentlich mehr in Hamburg als in Bremen. Bin dann nur zu Behandlungen und sowas nach Bremen gefahren. Habe auch viel Reha in Hamburg gemacht. Und da haben wir dann zusammen in Hamburg auch in meinem Haus gewohnt. Ja, richtig. Und ihr habt zusammen die deutsche Meisterschaft mit Dortmund auf Mallorca gefeiert. Mario Götze soll auch dabei gewesen sein. Ibiza. Das war Ibiza. Durcheinander mit Lorette Mar, Mallorca, Ibiza. Ja, die Welt ist so klein geworden. Ja, genau, wir haben tatsächlich auf Ibiza auch mal eine wilde Sause gefeiert, die für Olli tatsächlich war der Ibiza-Urlaub nicht ganz so spannend. Zumindest am Ende nicht mehr, so ungefähr. Ich weiß nicht, ob er dazu auch was gesagt hat. Ja, Krankenhaus und Krankentransport und genau. Motorradunfall, also, Quad-Unfall. Quad-Unfall und hat für ihn im Krankenhaus geendet. Alles zum Glück nicht ganz so schlimm, aber ein paar Sehnen und Schürfverletzungen hatte er da schon und war jetzt auch kein Spaß, aber das war insgesamt eigentlich eine tolle Reise. Stimmt, damals war Mario Götze mit dabei. War so ein bisschen gemischt. Mein Freundeskreis und meine Kollegen vom Fußball haben eine schöne Zeit auf Ibiza gehabt. Zurück aber zu seiner Frage, die ich sehr spannend finde, weil er absolut recht hat. Es ist es ist eher außergewöhnlich, dass man ganz, ganz feste Freundschaften aus dem Fußballgeschäft mitnimmt, weil man ja doch dann irgendwie in so einem Zirkus ist, wo sich alle, ich sage jetzt mal, alle paar Jahre etwas dreht, wo man selber weggeht, wo Spieler kommen und gehen. Und da ist es natürlich auch schwierig, so ganz feste Sachen entstehen zu lassen. Aber ich muss sagen, ich habe, was das betrifft, tatsächlich Glück, also sowohl als aus der Jugend wie eben Olli, mit dem ich heute noch immer ein enges Verhältnis habe, als auch aus zumindest zwei meiner drei Profimannschaften, also wenn man jetzt die Erstligamannschaften nimmt, habe ich noch richtig guten Kontakt. Und das ist mit Tim Borowski aus Bremen, mit dem ich schon im Angelurlaub war, mit dem ich immer wieder telefoniere. Wir haben zusammen die B-Lizenz damals, also die Jugendelite heißt sie, glaube ich, mittlerweile, zusammen gemacht. Und wenn ich irgendwie es einrichten konnte, weil ich über Bremen oder nach Bremen gefahren bin zum Arbeiten, dann sitzen wir danach noch zusammen und quatschen. Also da ist noch ein enger Kontakt. Mohamed Zidane, mit dem ich sowohl in Bremen als auch in Dortmund zusammengespielt habe, ist auch noch ein guter Freund von mir. Er lebt mittlerweile wieder in Kairo in Ägypten und trotzdem telefonieren wir das ein oder andere Mal. Ich habe das Glück, über die Dortmunder, das heißt Legendenmannschaft, bei der, also Traditionsmannschaft haben wir auch und eine Legendenmannschaft. Da sind dann die Spieler drin, die quasi bei Titelgewinnen dabei waren. Und da haben wir jetzt schon ein paar Spiele in der Welt sogar machen dürfen. Auch in Brasilien waren wir schon mal. Und da ist er dann immer dabei. Da trifft man sich dann auch mal, auch wenn er in Kairo lebt, sehe ich ihn somit ab und zu. Und tatsächlich kommt er auch ab und zu nach Dortmund noch zurück. Ja, und hier in Dortmund, wo ich jetzt auch wieder lebe seit mittlerweile über 3 Jahren, habe ich einen ganz engen Draht noch zu Sebastian Kehl, Roman Weidenfeller. Ich texte ab und zu mit Felipe Santana, der in Brasilien wieder Fußball spielt, und Nelson Valdez, der gerade seine Karriere beendet hat in Paraguay und da noch lebt. Also es gibt so ein paar, die hängen bleiben, und das sind dann aber auch echte Freundschaften, glaube ich. Und da gibt es nicht viele, aber da ist man dann dankbar für.
Es sind jetzt tatsächlich einige Freundschaften, die wir jetzt... Ach, Moment, Ivan Klasnic habe ich vergessen. Also mit dem sind sie sich auch oft. Und den will ich natürlich nicht missen. Auch wenn er jetzt zu spät seine Nachricht hier wahrscheinlich irgendwann reinschickt. Trotzdem auch nochmal schöne Grüße. Auch mit Ivan habe ich noch immer wieder Kontakt. Ja, genau. Ja, jetzt haben wir tatsächlich gehört, da waren doch einige Freunde dabei. Also du scheinst gut darin zu sein, Freundschaften auch über Jahre zu pflegen. Du hast vorhin auch schon einen Freund noch angesprochen, den wir gleich nochmal hören. Mit dem habt ihr oder mit dem hast du nicht zur gleichen Zeit in Dortmund gespielt. Ihr habt auch nicht zur gleichen Zeit bei einem Hamburger Amateurverein gespielt. Ihr habt auch nicht zeitgleich beim HSV 2 gespielt und trotzdem seid ihr sehr gut befreundet. Hast du jetzt eine Ahnung, wen wir meinen? Otto Addo. Ja. Ja, er muss ja. Und wenn ihr Dortmund erwähnt und Hamburg und HSV, das kann ja nur Otto sein. Ja, jetzt kommt Otto. Sehr gut. Ja, hallo Ovo, hier spricht Otto und ich hätte da auch nochmal eine Frage aus Dortmund. Du bist ja für mich der Tausendsasser, du kannst irgendwie alles, hast ganz, ganz viele verschiedene Hobbys. Du fährst gerne Motorrad, du sammelst Weinkorken, du angelst gerne, du spielst gerne Basketball, du moderierst gerne und sehr gut sogar, kannst sehr, sehr gut sprechen, dich ausdrücken. Du spielst gerne Fußball, kommentierst auch gerne Fußball. Du könntest, glaube ich, auch ein sehr, sehr guter Trainer sein. Du kannst irgendwie alles. Und meine Frage wäre jetzt an dich, wenn du zwei Sachen aufgeben müsstest, was würdest du von deinen ganzen Hobbys und Sammelaktivitäten, was würdest du weglassen? Du guckst gerne Serien, das habe ich ganz, ganz vergessen. Du kennst dich aus mit allen Filmen. Ja, also was würdest du weglassen? Das wäre jetzt meine Frage. Danke. Keine einfache Frage, ne? Von Otto Addo. Nee. Mittlerweile Co-Trainer bei den Profis von Coach Erdin Tezic. Ja, deine zahlreichen Talente, Hobbys. Worauf könntest du verzichten oder worauf? Also das ist Wahnsinn, was der alles weiß noch. Also das hat das behält. Also das Weinkorken sammeln habe ich aufgegeben. Also da sind wir schon mal bei eins. Es gab tatsächlich eine Zeit, da habe ich angefangen, mich für Rotwein zu interessieren. Also gar nicht viel zu trinken, sondern so ne, Geschichte und welcher Wein ist eigentlich wie anzusiedeln. Habe auch ein paar Flaschen gesammelt und natürlich auch ein paar probiert und habe dann diese Korken von diesen besonderen Flaschen eben auch gesammelt. Und ich glaube, also das habe ich mittlerweile auch schon aufgegeben, weil ich einfach auch nicht mehr so viel von den Flaschen geöffnet habe. Insofern habe ich das ad acta gelegt. Das wäre also Nummer eins. Und das zweite, er hat das Golfen, hat er gar nicht angesprochen. Golfen war auch ein Riesenhobby, das war sehr zeitintensives. Das musste ich leider auch so ein bisschen hinten anstellen. Das Golfen würde ich wahrscheinlich nicht aufgeben, aber auch Golfbälle habe ich gesammelt. Es gibt von jedem Golfplatz, wo man spielt, kann man sich so einen gebrandeten Ball holen. Also einen Ball mit dem Logo des Platzes drauf. Und da habe ich tatsächlich so steht hier gerade, oh, jetzt muss ich gerade gucken. Nee, ist jetzt gerade nicht hier. Gibt es dann so Regale oder so Sachen, die man an die Wand hängt, wie Pyramiden und so, und da kann man dann die Bälle einpflegen. So, und das habe ich auch gemacht. Also warum ich dieses Sammeln irgendwie von diesen Dingen immer irgendwie so gern gemacht habe, weiß ich nicht. Also Sammelkarten war zum Beispiel früher, ganz früher Basketball, ja, aber irgendwie nie so richtig was für mich. Wie mein Sohn jetzt Pokémon zum Beispiel. Upper-Deck-Karten. Ja, genau, Upper-Deck damals, genau. Und aber diese Golfballsammlung, das habe ich jetzt auch. Die sind jetzt alle irgendwie in einem Karton. Wegschmeißen tue ich sie nicht. Aber ich werde sie nicht mehr platzieren hier im neuen Haus und werde auch nicht mehr weiter sammeln, obwohl ich immer noch gerne, aber sehr selten Golf spiele. Also die zwei Sachen kann ich aufgeben, damit könnte ich leben. Aber interessante Frage und schöne Grüße. Otto sehe ich ja ganz oft noch hier in Dortmund, wie gesagt, und wir sprechen auch regelmäßig, aber auch nett, dass er noch eine Frage gestellt hat. Aber wie kommt es, dass ihr befreundet seid? Weil Henrik hat es ja schon gesagt, ihr habt zwar irgendwie einen sehr ähnlichen Weg, aber dadurch, dass er ja ein paar Jährchen älter ist, glaube ich, ne, dann habt ihr euch nie direkt in irgendeinem Club getroffen. Ja, kannst du, also im Club getroffen haben wir uns häufiger in Hamburg und deswegen kennen wir uns auch nicht in einem Fußballclub. Und du kannst ruhig erwähnen, dass er deutlich älter ist als ich. Also das darf er ruhig mal hören an dieser Stelle. Er ist viel, viel älter als ich. Otto und ich, Hamburg ist ja dann doch, wenn man, ich sag jetzt mal, sportmäßig dieselben Interessen hat, weil auch er hat gerne Basketball gespielt, aber eben war Fußballer. Wenn man musikmäßig dieselben Interessen hat, dann gibt's halt eben auch die und die Abendveranstaltung, auf denen man sich dann eben trifft.
Und letzten Endes haben wir auch in derselben Gegend in Hamburg gewohnt am Ende. Also wir kannten uns so ein bisschen am Rande von, ich war bei den Kleinen, die in der Freizeit beim Basketball waren oder in der Halle beim Kicken im Winter waren. Und er war eben schon bei den Großen, er war ja dann auch schon schneller im Profibereich. Und in Hamburg hat er damals in Hummelsbüttel gewohnt. Und ich bin nachdem meine Mutter erneut geheiratet hat, vorher schon, einmal einen neuen Lebensgefährten hatte, sind wir zu ihm nach Hummelsbüttel gezogen. Und irgendwann, das weiß ich noch, hielt neben mir, ich war damals in der Ausbildung zum Gas- und Wasserinstallateur und lief in dieser typischen Hose, vorne mit diesen zwei Reißverschlüssen und sowas und an der Seite die Zange in der Tasche und Zollstock und so. Und meinem Rucksack kam ich von der Bushaltestelle, wollte ich nach Hause, in den Grützmühlenweg damals, in Hummelsbüttel, für alle, die ihn kennen, wollte ich zu Fuß gehen und auf einmal hielt neben mir so ein schwarzer Mercedes. Für mich auch ein Riesenauto. Hielt an, Fenster runter und dann guckte mich Otto an. Ich wusste zwar, wer er war. Damals war er dann schon Profi bei Hannover 96. Sagte so, hey, was machst du denn hier? Habe ich gesagt, ja, ich wohne hier. Und dann war er ganz überrascht und sagte, hä, du wohnst hier? Seit wann das denn? Und er hatte gesagt, komm, steig ein, ich fahre dich nach Hause. Und ich kannte ihn ja, also wir kannten uns vom Basketball, ich wusste, es ist Otto Addo und so, also ich steige jetzt nicht zu jedem Fremden ins Auto, aber ich war damals 17, wahrscheinlich 17, 18, sowas und Otto schon viel, viel älter, wie ich schon eben gesagt habe. Und er hat mich dann die letzten 500 Meter nach Hause gefahren, weil Grützmühlenweg war seine Schule. Er ist früher auf dem Gymnasium Hummelsbüttel gewesen und das liegt direkt am Grützmühlenweg. Und das war das erste Mal, dass wir so ganz persönlich waren. Dann haben wir Nummern ausgetauscht und dann ging das los. Dann habe ich ihn in Hannover besucht und wenn er in Hamburg war, hingen wir zusammen ab und sind bis heute befreundet. Jetzt sind wir wieder ganz nah beieinander. Verbindet dann natürlich auch, ne? Also ich habe mich sehr, sehr gefreut, als er dann hier beim BVB aufgetaucht ist. Ich war ja dann schon als Markenbotschafter hier tätig und ja, jetzt sehen wir uns wieder ganz regelmäßig. Ja, zum Beispiel am Wochenende, ich habe das Spitzenspiel natürlich geguckt, Leipzig gegen Dortmund, Wahnsinnsspiel ganz nebenbei. Und habe natürlich Otto am Spielfeldrand gesehen. Das war jetzt keine große Überraschung für mich. Aber ich habe auch dich am Spielfeldrand gesehen. Ja, Die Frage, warum? Also was machst du gerade bei Dortmund? Da war ich tatsächlich für die Bundesliga und gar nicht für Dortmund. Ich bin zwar Markenbotschafter für Borussia Dortmund, mache auch viel im Medienbereich, aber ich bin jetzt nicht Pressesprecher und muss da irgendwie die Jungs zu den Interviews begleiten. Hab da aber in dem Moment, glaube ich, auch das, was man im Fernsehen gesehen hat, tatsächlich mit dem Pressesprecher und Edin Terzic war gerade im Interview, habe ich vorher ein paar Minuten gesprochen. Ich war da in meiner Funktion als Kommentator für Bundesligaspiele international. Also es gibt eine internationale Abteilung bei der DFL, die produzieren einen englischsprachigen Kommentar, den sie dann verkaufen an, jetzt ist es ESPN oder nach Asien, wo man Englisch Fußball guckt oder überall anders in der Welt, auch in England, beIN Sports und so weiter und so fort. Die kaufen quasi einen englischen Kommentar ein bei der Bundesliga, den sie selbst produzieren. Da sitzen dann viele Engländer, die aber in Köln schon leben oder nach Deutschland fliegen und eben das kommentieren und ein paar ehemalige Spieler, die dem Englischen so mächtig sind, dass sie eben ein Fußballspiel co-kommentieren können und als Experte dienen können. Und das mache ich neben vielen anderen Sachen, wie Otto ja schon am Anfang auch gesagt hat, mache ich auch das noch. Da war ich eben da am Spielfeld dran, hatte selber vorher kurz ein sogenanntes Stand-Up-Interview, also sprich, wo ich mit dem anderen Kommentator da stand und über das Spiel gesprochen habe. Dann hatte ich ein bisschen Luft und dann kam eben Edin Terzic und Pressesprecher und so weiter. Und dann stand ich da noch und habe mit den Jungs kurz gesprochen. Spannende Tätigkeiten auf jeden Fall. Wir fragen uns ein bisschen, was oder wie viel Arbeit musst du investieren jetzt bei Borussia Dortmund? Also bist du jetzt jeden Tag da vor Ort als Botschafter und Mitarbeiter der Medienabteilung oder wie kann man sich das vorstellen? Nee, ich bin als Markenbotschafter, ich bin auch kein Mitarbeiter von Borussia Dortmund, also ich bin nicht angestellt, sondern es geht quasi auf Honorarbasis, also auf Rechnungsstellung. Wir haben natürlich eine Vereinbarung über die Bereiche und was ich mache und es gibt die sogenannten digitalen Magazine, also Feiertagsmagazin, wo vor jedem Spiel so ein bisschen über den Spieltag mit einem Spieler gesprochen wird. Es gibt gewisse Interviewformate, es gibt
Was gibt's noch? Also da drehe ich viel für die, gerade wenn es um englischsprachige Spieler geht, also Erling Haaland oder so oder Axel Witsel und Meunier, die kein Deutsch sprechen, weil sonst macht das Nobby Dickel viel und bei allen Englischsprachigen macht das eben der Patrick Ovomoyela. Und darüber hinaus bin ich als Markenbotschafter eigentlich viel im Ausland unterwegs. Also ich war in den Jahren 18 und 19 extrem viel in Asien und in den USA, was mein Hauptmarkt ist, wo ich, ich sage jetzt mal, Partnership-Betreuung, Fanclub-Betreuung mache. Also ich treffe da Fanclubs, ich potenzielle Partner, aber auch bestehende Partnerschaften, die machen Events, dann komme ich da hin und ja, ich hoste das dann nicht, also ich moderiere das dann nicht, sondern ich bin dann da als Gast oder als, ja, um diese Verbindung so ein bisschen zu pflegen und mit Leben zu füllen. Und auch für Medienarbeit in den USA bin ich oft eingesetzt, aber dann auch eben als Asien, was der größte Auslandsmarkt ist, glaube ich, das BVB insgesamt, wo wir in Singapur, China, Japan, Vietnam und wo sonst noch vertreten sind, mittlerweile auch in Australien, da fliegen dann aber auch Roman Weidenfeller, macht das auch, Jörg Heinrich macht das auch, Kalle Riedle macht das auch. Der asiatische Markt, der ist ganz, ganz groß. Da sind dann ganz, ganz viele. In den USA, obwohl es ein großes Land ist, bin eigentlich hauptsächlich ich. Aber wenn die Mannschaft zum Beispiel wie in den letzten Jahren auch ins Trainingslager in die USA fährt, dann fahren auch andere ehemalige und jetzige Markenbotschafter mit. Aber das ist so das, was ich normalerweise mache. Also es ist gar nicht so die tägliche Arbeit, sondern das ist so auf Abruf, heute müssen wir das drehen, übermorgen das, vielleicht nächste Woche erst was anderes und so weiter und so fort. Was man ja bei Dortmund wirklich sagen muss, da könnte sich wahrscheinlich ehrlicherweise auch der HSV ein bisschen was abgucken, ist, dass dieses verdiente Spieler und große Spieler, die Verbindung zu pflegen und auszubauen, dass sie das wirklich extrem gut drauf haben. Wenn du widersprechen willst, kannst du gerne widersprechen, aber das fällt ja wirklich auf, dass viele gute, große ehemalige Spieler eingebunden sind. Unter anderem fällt mir dann noch der aktuelle Leiter der Lizenzspielabteilung, Sebastian Kehl, ein. Den kennst du auch gut und Lars Ricken. Und weil du Sebastian Kehl aber gut kennst, hat er auch noch eine Frage geschickt. Ach so, okay. Hey Ovo, hier ist dein Freund und Kapitän Sebastian Kehl. Grüß dich. Ja, ich hörte, du bist im Podcast und ich sollte mir eine lustige Anekdote einfallen lassen. Also, vielleicht erinnerst du dich noch an den Mittwoch, 22. März 2006. Das Länderspiel in Dortmund, in deinem Stadion gegen die USA. Und du wurdest eingewechselt. Ja, genau. Für mich in dem Fall. Vielleicht kannst du dich an das Spiel noch erinnern. Aber ich erinnere mich noch ganz gut daran, dass du mir diesbezüglich noch eine Flasche Rotwein schuldest. Also lass dich nicht lumpen, du weißt, was ich trinke. Freue mich, dich die Tage zu sehen. Bis dahin, liebe Grüße aus Dortmund. Ciao. Oha. 2006, lange her. Ja, ich erinnere mich aber auch sehr, sehr gut. Erstens, weil es natürlich das Länderspiel im Signal Iduna Park war. Da habe ich nur ein Länderspiel leisten dürfen, weil ich ja dann bei der danach folgenden WM leider dann nicht mehr dabei war, wo auch einige besondere Spiele auch im Signal Iduna Park waren, unter anderem der deutschen Mannschaft, glaube ich, gegen Polen war es. Auf jeden Fall, ich habe keine Ahnung, warum ich ihm etwas schulde. Ich weiß nicht, ob er Ergebnis gewettet hat. Aber wenn mein ehemaliger Kapitän und jetziger Freund Sebastian Kehl sagt, ich schulde ihm eine Flasche Wein und ich weiß tatsächlich, was er trinkt, weil wir, wenn, dann gerne mal zusammen ein Glas Wein trinken, dann soll er dieses bekommen. Ich muss aber aufgeben. Vielleicht wisst ihr es, vielleicht hat er es verraten. Ich weiß es tatsächlich nicht mehr. Ich habe aber jetzt schon eine genaue Flasche im Kopf, die er von mir bekommt. Da wird er sich auch sehr drüber freuen. Aber ich bin tatsächlich, obwohl ich mich an das Spiel erinnere, ja auch an Ergebnis, weiß nicht, ich glaube, wir haben 4-1 oder 4 irgendwas gewonnen. Aber ich weiß tatsächlich nicht mehr, warum. Kai, willst du helfen? Ja, bitte, bitte helf mir. Also ich weiß, ich wurde eingewechselt. Es war das tatsächlich mein letztes Länderspiel für Deutschland. Aber warum schulde ich Sebastian Kehl eine Flasche Rotwein? Also die Frage habe ich mir natürlich auch gestellt, nachdem er die Frage geschickt hat. Ja. Und ich finde, du musst ihn eigentlich sogar noch verdoppeln, weil die Antwort so unglaublich genial ist, dass du eigentlich in zwei Flaschen Wein schuldest. Okay. Seine Antwort war, du schuldest ihm gar keine Flasche Wein, aber du sagst so vercheckt, dass wenn wir behaupten würden, dass du ihm eine Flasche Wein schuldest, du würdest die auf jeden Fall geben. Ich finde, das ist so charmant, jetzt musst du zwei geben. Er bekommt zwei Flaschen von mir, ja. Das ist, aber das ist auch fast ein typischer Sebastian, ja. Das ist okay. Dann kriegt er eben zwei Flaschen. Da hat er gewonnen. Hat er quasi eine neue Wette gemacht und damit auch nochmal gewonnen. Also ja, sehr, sehr gut. Was ein ja. Schlitzohr.
Ich habe gestern Abend noch mit ihm telefoniert und er hat nichts gesagt. Ja, auf jeden Fall kennst du dich ja mit Wein mittlerweile aus. Hast ja, ein bisschen. Ja, genau. Genau, du hast auch eben das andere Spiel damals angesprochen, 2006, Deutschland gegen Polen bei der WM, als du dann nicht mehr dabei warst. David Odonkor war dann überraschend dabei, hat dann ja auch noch diese Vorlage gegeben auf das Tor von Olli Neuville. Du hast mal gesagt, es war dein schönster, schlimmster Sommer deines Lebens. Vielleicht kannst du noch mal erzählen, wo du damals dieses Spiel verfolgt hast, als dann Odonkor über rechts kam, reinflankt und Olli Neuville das 1-0 schickte. Also, hundertprozentig bin ich mir nicht sicher, weil es eben der schönste, schlimmste Sommer meines Lebens war. Ich, wie gesagt, war bis zur Nominierung für dieses dann ja Sommermärchen war ich Teil und auch meiner Meinung nach und auch von anderen Leuten und nach anderer Aussage nach fester Bestandteil der Nationalmannschaft. Und bin dann überraschend an dem Morgen vor der Nominierung angerufen worden und man hat mir mitgeteilt, dass man andere Spieler mitnimmt. Das betraf nicht nur mich, auch Kevin Korani, der für viele sicher dabei war, und Fabian Ernst sind nicht dabei gewesen. Dafür überraschenderweise Mike Hanke, der die ersten zwei Spiele noch gesperrt war. Und Thomas Hitzlsperger, der sehr viel mit Verletzungen zu kämpfen hatte in dem Jahr in England. Und Emo Donko, quasi für mich. Also man kann ja jetzt nicht sagen, der für den und der für den, sondern aber so ungefähr war es. Und es war eine sehr schwierige Phase für mich. Ich bin dann, habe dann in Bremen quasi, wir wollten eigentlich noch trainieren, eine Woche abtrainieren. Das war so in Bremen, da haben wir noch runter trainiert. Und da habe ich dann irgendwann nach zwei Tagen einfach gesagt, Freunde, ich bin mit dem Kopf gar nicht mehr da, ich will weg. Und dann hat man mich auch gehen lassen. Und ich bin dann, ich habe dann so Formel-1-Rennen in Monaco. Da gab es eine riesen Party von Hugh Hefner tatsächlich damals, also vom Playboy-Verlag mit Hugh Hefner eingeflogen in München. Da bin ich hin. Also ich musste mich irgendwie mental komplett ablenken. Bin dann nach New York geflogen, weil ich gedacht habe, in Amerika wird man dem Thema Fußball nicht die Aufmerksamkeit geben, die es in Europa bekommt, gerade bei einer Weltmeisterschaft, die in Europa stattfindet und zu den normalen Tageszeiten und so weiter. Da wollte ich einfach nicht mit konfrontiert werden und bin dann eben nach Amerika abgehauen, wo ich sowieso wie zu Hause war, damals so ungefähr. Und habe mir dann da trotzdem natürlich auch die Spiele angeguckt, habe aber auch schnell damals Kontakt zu Premiere, damals die jetzige Sky, entwickelt und habe die NBA Finals, also Basketball Finals damals, Dallas gegen Miami, Dirk Nowitzki zum ersten Mal in den Finals, habe ich co-kommentiert. Und so war ich wirklich in der fantastischen Welt für mich. Ich war live bei den NBA Finals, war auf dem Center Court, war in den Kabinen, konnte Spieler treffen, konnte Dirk damals treffen und so weiter und so fort. Hab damals Boris Becker kennengelernt, bin mit ihm danach privat durch Miami getingelt und so weiter. Also es war ein super Sommer. Danach nach Ibiza mit all meinen Freunden, die ich irgendwie mobilisieren konnte. Also das war der schöne Teil des Sommers. Der schlechte war, wie gesagt, die Nichtnominierung. Und bin dann gegen Argentinien, Achtelfinale, Viertelfinale war es, glaube ich, ne, in Berlin. Mhm. Da war ich dann wieder zurück in Deutschland und habe es mir auch live im Stadion angeguckt, hatte dann mental den Abstand, den ich brauchte, mir erarbeitet quasi, nachdem ich viel Sausen geschmissen und erlebt hatte. Und das war gut so. Und dann, wie gesagt, war ich wieder in Deutschland auch. Oder war das sogar zwischen Amerika und Ibiza auf jeden Fall. Ich glaube, dieses Spiel, also gegen Polen, war das ein Gruppenspiel? War ein Gruppenspiel. Zweite Gruppenspiel. Das habe ich auf jeden Fall in den USA gesehen, auf der Mission, mich dem Ganzen eigentlich so gut wie möglich zu entziehen. Sebastian Kehl, genau wie du, ihr wohnt jetzt wieder oder immer noch in Dortmund, aber du bist ja eigentlich gebürtiger Hamburger und hast ja auch jetzt erzählt, eine Verbindung zu Hamburg. Wie wird dein Lebensmittelpunkt in den nächsten Jahren sein? Wirst du in Dortmund im Pott wohnen bleiben? Ist es deine neue Wahlheimat? Glaubst du, dass du irgendwann eher dann doch vielleicht nach Hamburg zurückkommst? Mach mal einen Ausblick. Ja, also meine Mutter lebt ja auch noch in Hamburg. Und für mich war es eigentlich immer klar, dass wenn Fußball vorbei ist, dass ich wieder nach Hamburg gehe. Das habe ich auch so gemacht. Also ich bin nicht nur zu den HSV Amateuren gegangen und war 6 Monate da, sondern bin dann auch noch, ich glaube, ich war insgesamt 4 Jahre wieder in Hamburg, nachdem ich quasi aufgehört hatte, Fußball zu spielen, dann auch wirklich komplett. Meine Lebensgefährtin ist aber gebürtige Dortmunderin.
Und mein Sohn ist auch in Dortmund geboren, meine Tochter allerdings in Hamburg. Und wir, und das hat sich dann dahingehend verändert, dass ich eben durch Sky und durch andere Tätigkeiten für die Bundesliga so viel unterwegs war, dass ich sowieso wenig in Hamburg war, muss man ehrlich gestehen. Und in dieser Zeit war jetzt meine Familie immer wieder in Dortmund, bei ihrer Familie quasi. Und dann haben wir irgendwann gesagt, das macht ja so irgendwie nicht so wirklich Sinn, wenn das Haus da immer leer steht in Hamburg so ungefähr und wir eigentlich öfter in Dortmund sind als in Hamburg. Und dann war das auch letzten Endes auch ein Wunsch, so dadurch, dass ich so viel unterwegs bin, ob man das nicht wieder ändern kann. Und dann sind wir halt zurück nach Dortmund, wo ich jetzt seit knapp 3,5 Jahren wieder lebe. Und habe jetzt hier gerade gebaut, bin seit einem halben Jahr in meinem neuen Haus. Wie ihr hinter mir seht, stehen hier immer noch ein paar Kartons rum und die Wände sind noch nicht ganz behangen. Also ein paar Räume sehen noch nicht so wohnlich aus. Der Rest ist aber wirklich okay, kann man schon mal sagen. Und haben uns hier ein Haus gebaut. Was nicht heißt, dass ich jetzt auf ewig in Dortmund bleibe. Es ist immer noch in meiner, ich sage jetzt mal, in meiner Fantasie ist es ja gar nicht so, in meinem perspektivischen Vorausschauen irgendwie verankert, dass ich irgendwann, spätestens dann, wenn die Kinder groß sind und so, auch wieder nach Hamburg komme. Wobei ich mir das immer sehr offen halte. Also das ist eher so ein Gedanke als jetzt ein Ziel, weil in dem Geschäft, in dem ich tätig bin, ich war als Spieler schon immer so, dass ich gesagt habe, ja, dann ziehe ich halt jetzt nach Paderborn oder nach Osnabrück oder nach Bielefeld oder ne, und wenn es jetzt irgendwie jobmäßig bedingen würde, dass ich nach, weiß ich nicht, wohin muss, dann könnte ich mir auch das vorstellen. Da bin ich relativ frei. Ich bin da nicht so fest verankert mit den Orten, sondern eher mit den Menschen. Da muss ich sagen, bin ich in Dortmund mindestens genauso zu Hause mittlerweile wie in Hamburg. Aber Hamburg als Stadt hat natürlich einen gewissen Reiz, den Dortmund nicht hat als Stadt. Die Menschen ja. Aber von der Stadt her sehe ich mich dann schon irgendwann mal wieder in Hamburg. Aber wie gesagt, wer weiß, was bis dahin passiert und wann das sein wird. Du hast ja gesagt, du könntest dir vorstellen, irgendwann auch nochmal als Trainer zu arbeiten. Wie wäre es denn vielleicht bei Daniel Thun mal ein Praktikum zu machen beim HSV? Wäre das eine ja. Idee? Ich bin immer jemand, der A, nicht so vorausprescht und B, ist auch immer schöner, eingeladen zu werden, als sich selbst einzuladen, wobei man das in diesem Fall jetzt nicht unbedingt erwarten müsste. Aber Danny war ja jetzt selber oder ist selber erst neu dabei, sage ich mal, ist dabei, sich wirklich zu etablieren in Hamburg. In Osnabrück wäre es sicherlich viel schneller gegangen, weil er da eben ganz, ganz, ganz fest verankert war. So, aber wenn das bei ihm sehr, sehr gut läuft, dann und ich nach wie vor diesen Drang habe, ins Trainergeschäft reinzuschnuppern oder so vielleicht auch wirklich anzufangen, dann ist das sicherlich, ich sage jetzt mal, eine Möglichkeit und ein Gedankenspiel, was ich auch schon hatte, aber alles zu seiner Zeit. Wie gesagt, jeder muss erstmal ankommen und jeder muss seinen Platz erstmal finden. Und das sind natürlich auch Entscheidungen, die dann letzten Endes nicht nur ich treffe, sondern auch andere. Und da muss man mal schauen. Aber es ist etwas, über das ich auch nachgedacht habe, ja, definitiv. Alles zu seiner Zeit ist das Stichwort für unseren Abschluss. Wir haben ja ganz am Anfang des Podcasts gesagt, dass wir auch vortrefflich mit dir über Musik sprechen könnten. Und jetzt ganz zum Schluss haben wir noch eine kleine Perle gefunden aus dem Jahr 1997. Du lächelst schon so leicht. Ich weiß nicht, ob du weißt. Ich gebe dir mal zwei Stichwörter, dann weißt du sofort, was es ist. Yum Yum und der Planet Love. Und den müssen wir jetzt noch einmal hören. Ja, das war unschwer zu erkennen. Ganz tief gegraben. Dieser talentierte Rapper im Hintergrund war natürlich kein geringer als unser Gast Patrick Ovomoyela. Du erinnerst dich vermutlich noch sehr gut. Ja, klar. Also natürlich erinnere ich mich. Ich habe ja gesagt, es gibt wenig Sachen, die ich bereue, auch wenn es Jugendsünden waren. Wobei ich da nicht mal von der Sünde sprechen würde, sondern ich bin über einen Freund darauf aufmerksam gemacht worden oder gefragt worden, ob ich nicht an einem Casting teilnehmen möchte für Musik. Und Musik war immer in meinem Leben schon etwas, was ich cool fand. Und
bin da dahin, es ging um englischsprachigen Gesang, Sprachgesang, war gar nicht so definiert, aber Englisch war, also war jetzt eine Sprache, der ich mächtig bin. Und bin damals dahin gefahren und war dann bei den Produzenten, die tatsächlich auch mit Dieter Bohlen damals, das war in Maschen, in Musikstudio, in Maschen irgendwo. Und da hat tatsächlich auch Dieter Bohlen große Hits produziert mit diesem Produzenten zusammen. Ich glaube, Joachim Melzai oder so hieß der, Geopark hieß das Studio oder so. Und es war von der Polydor, große Plattenfirma damals, war das initiiert, das ganze Projekt. So, und da ging es eben um eine Gruppe von jungen Jungs und Mädchen, die eben dieses Eurodance-Format dort mit Leben füllen sollen. Und ich wurde dann tatsächlich genommen und wir durften diese Maxi aufnehmen. Die war auch auf irgendeiner Compilation, auf irgendeinem Sampler drauf. Ich weiß nicht, ob Bravo Hits oder Popcorn, also so eine hier Jahresdinger. Da waren wir tatsächlich auch mit drauf. Frag mich nicht nach Chart-Veröffentlichungszahlen oder so. Kam auch nicht mehr. Wir haben noch eine zweite Single aufgenommen, aber das war da nichts. Und die erste war tatsächlich, es war so ein Lied, ihr habt es ja gerade gehört, es war damals, war so die Zeit von DJ Bobo, Young Dinay featuring Sascha und sowas. Also, ich wollte gerade sagen, das hätte jetzt auch DJ Bobo sein können. Ja, genau, es war so Eurodance, Europop. Und die haben das leider verpasst, das auch im Sommer, wo diese ganze Musik sehr viel rauskam, zu veröffentlichen, haben das dann mit dem Video, was ihr wahrscheinlich auch gesehen habt oder wo ihr das her habt, im Winter, also sprich zu einer Winter- oder Weihnachtsfernsehsendung sogar, erst veröffentlicht. Und ich finde, oder ich glaube tatsächlich, dass das dem auch nochmal so ein bisschen den Wind aus den Segeln genommen hat, weil in der Winterzeit, das Balladenzeit, das ist alles so ein bisschen nachdenklich und festlich. Und nicht mehr so Pop. Und es war auch, wir haben Video produziert für wahnsinnig viel Geld mit einem Helikopter in der Luft und irgendwelchen Straßenzügen und alles bunt und quietschig. Und dann veröffentlichst du das im Winter, wo alle an Schnee und Weihnachtsmann denken. Also es war damals nicht alles optimal, es war aber eine Riesenerfahrung. Wir waren bei Vivasion, Stefan Raab damals, noch vor TV Total und sowas, mit der alten Kauleiste im Mund. Wir waren bei der Popcom, die große Musikmesse in Köln, waren wir live on Stage vor, ich sage mal, 1000 Zuschauern. Auf der IFA-Funkausstellung in Berlin sind wir aufgetreten für Sat.1 bei irgendeiner Bühne. Also das war schon eine coole Erfahrung. Und ich kann sagen, ich stand gemeinsam mit Justin Timberlake auf einer Bühne, nämlich bei dieser Show, wo ihr das Video wahrscheinlich auch gesehen habt. Da war auch NSYNC damals. Sie waren damals schon Weltstars, noch als Gruppe. Und ich kann jetzt sagen, ich habe die Bühne geteilt mit Justin Timberlake. Also neben der Fußball- und einer Basketballkarriere hätte es auch eine Showkarriere werden können, wenn man nicht irgendwie plötzlich weihnachtsmäßig. Genau, wenn sie es im Sommer veröffentlicht hätten, hätten wir uns jetzt wahrscheinlich nur über Musik unterhalten. So sieht's aus. Das wäre vielleicht aber gar nicht so lustig und spannend gewesen wie die letzte Stunde. Oder ich muss mal auf die Uhr gucken, das ist jetzt schon fast anderthalb Stunden. 90 Minuten waren es jetzt so ungefähr mit dir und auf jeden Fall echt sehr, sehr, sehr netter und schöner Podcast. Vielen, vielen lieben Dank, dass du dir so viel Zeit genommen hast. Eine Frage müssen alle unsere Gäste am Ende nochmal bekommen und auch beantworten. Und das, da wir ja heißen HSV, wir müssen reden, es ist eine HSV-Frage. Wann steigt der HSV auf? Sommer 21. Da gehe ich jetzt mal von aus. Ja. Das ist doch ein sehr schönes Schlusswort und vielleicht wird es dann auch noch was mit dem Praktikum. Patrick Obomuyela bei Daniel Thune. Wir werden sehen. Auf jeden Fall nochmal auch von meiner Seite vielen, vielen Dank, Patrick Obomuyela. Das hat großen Spaß gemacht. Ja, mir auch. Auch vielen Dank für eure Einladung. Eins muss ich selber noch loswerden. Jetzt muss ich ja Werbung in eigener Sache machen. Also der Podcast hier ist schon richtig gut. Aber wenn der irgendwem da draußen nicht reicht, ne? Da gibt's auch einen, den ich mache, der heißt Ey Ovo und den kann man natürlich auch finden, da wo man alle Podcasts findet, zusammen mit Sport Digital Fußball und NDR Media. Nur mal so am Rande. Aber das Ding hier ist schon auch ziemlich cool, muss ich sagen. Ja, nur mal so am Rande. Und, das sei dir auf jeden Fall gegönnt und die Werbung nehmen wir auch gerne mit auf. Danke. Und unseren Podcast hören wir dann am Sonnabend schon wieder, in dieser Woche ausnahmsweise mal am Sonnabend, denn der HSV spielt ja schon am Montag gegen Osnabrück und einen Gast haben wir dann auch schon, nämlich kein geringerer als der VfL-Trainer Marco Grote, der ja auch mal beim HSV gespielt hat in der zweiten Mannschaft, wie du, Patrick. Mhm. Und genau, bis Sonnabend. In Hamburg sagt man Tschüss, Patrick, das weißt du noch. Und bei uns heißt das auf Wiederhören. Bis dann. Ciao. Ciao.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.